verabschiedet. Und ja, über Morgana haben wir schon geredet. Das ist einfach der beste Support eigentlich und ja, wird eigentlich immer rausgenommen. Kann man auch gut verstehen, weil sie hat ja auch den großen Vorteil, sie ist halt sehr sicher im Late Game. Hat sie ebenfalls ihre Vorteil, der schwarze Schild nimmt an Schwäche nicht ab. Nicht selten versucht er mehr Fähigkeitsstärke zu bekommen. Und die dunkle Bindung ist halt später einfach richtig grausam. Ja. 3 Sekunden lang festgehalten, es wurde immer noch nicht angepasst. Ja, und ja, das schwarze Schild ist gerade gegen diese ganzen Jungler wie Jarvan, Elise, Evelynn, du hältst halt wirklich komplett den CC ab. Und das ist halt super nervig. Richtig, gerade bei Vi ist so das Schlimmste, wenn man die Ultimate damit blockieren kann. Und sie drückt zwar den Schaden noch raus, was nicht schlecht ist, aber das Ziel rennt stumpf weg. Und das darf natürlich nicht passieren, wenn man gerade so einen Jungler der Kills vorbereitet. Ein Vorbereitender ist ebenfalls noch Nunu gewesen. Er ist ja selber sehr Jungle-orientiert. Er versucht, die Kontrolle im Jungle selbst zu haben, klaut sich so viel, wie es geht, an größeren Objekten. Und man kann ihn halt schlecht outsmiten. Was aber passiert ist, was wir schon vorher besprochen haben, Tristana First Pick. Tristana First Pick, Nidalee wurde noch rausgenommen. Ist auch sehr stark auf der Toplane. Ja. Auch extrem nervig, dadurch, dass sie einfach Range ist. Und gerade auch mit der Kuga-Form kann sie ja in Nahkampf gehen und einfach extrem viel Schaden anrichten. Es wurde ja so ein bisschen verändert. Wenn du einen Speer landest, dann machst du mit verschiedenen Fähigkeiten mehr Schaden unter anderem. Kannst weiter springen. Und das ist halt echt super nervig auf der Top-Lane und dementsprechend auch klar, dass man die hier rausgenommen hat. Aber vollkommen richtig, Tristana hier first zu picken, haben wir gerade schon drüber geredet, ist jetzt eigentlich der große Standard und ich bin sehr gespannt auf was, wie Alternate darauf jetzt reagieren wird. Können ja jetzt nicht 2 Champions picken, das sind noch einige übrig. Lee Sin zum Beispiel im Jungle könnte man sich auswählen, Jarvan ist ja gebannt, also wäre das so schon so eine Option. Man muss natürlich schauen, wie viel man jetzt auch preisgeben will. Was will man wegschnappen und was will man den anderen präsentieren? Weil der Second Pick hat den großen Vorteil, dass sie als allerletztes dann auch noch die Auswahlmöglichkeit haben und somit countern. Also eine Lane können sie verstecken, was immer nicht schlecht ist. Hier hat man sich sofort für Maokai entschieden, abgrundtief starker Toplaner, auch im Jungle vertreten, aber Toplane wird er unsterblich sein. Ja. Gerade mit Stab der Zeitalter, du bekommst viel Leben, Mana, Fähigkeitsstärke, das ist einfach, du kannst immer wieder, du hast sehr viel CC und auch der prozentuale Schaden, den du ja jetzt machst mit Maokai, macht ihn einfach super stark und seitdem die Ulti verändert haben, dass sie ja nicht mehr an einem Ort platziert wird, sondern dass sie mit dem Maokai mitläuft oder mitgeht, einfach, das ist extrem stark und verringert ja auch den Schaden, den deine Teammitglieder bekommen. Wobei man natürlich versucht, das ein bisschen anzupassen. Also das, die Mitrotation ist richtig, richtig schön, weil man auch entscheiden kann, okay, mach ich das offensiv oder defensiv, laufe ich einfach zu meinem AD Carry und beschütze ihn. Und es hält aber nur 10 Sekunden. Ja. Man muss es jetzt ein bisschen planen, man kann es einfach nicht sein ganzes Mana verbrennen und dann halt es richtig krachen lassen. Aber ich denke, er kriegt dann trotzdem seine Aufladung ganz gut hin. Nami nun als Support genommen. Aber jetzt mittlerweile, wenn Morgana nicht da ist, Nami einer der sichersten, wenn man es kann. Ja, vor allem gerade, also ich finde auch, wenn man Tristana schon nicht bekommt, sollte man Nami schon wegpicken, weil Tristana-Nami ist so eine Standardkombination eigentlich, weil Nami ist sehr sicher auf der Lane, Tristana hat ein schwaches Early Game, weil sie einfach wenig Reichweite hat, wenig Schaden durch ihre Fähigkeiten und da ist halt so ein Pick wie Nami immer sehr gut, weil du auch dieser Buff einfach für Tristana im Late Game sehr stark ist, weil du hast eine hohe Reichweite, du kannst die Gegner dann verlangsamen und das ist einfach der perfekte Pick und ja, Infected hat hier mit Kha'Zix und Orianna geantwortet. Orianna haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ist einfach so ein Mädchen für alles, ist super stark, sehr defensiv kann sie gespielt werden, kann Teamkämpfe einleiten oder auch aus dem Weg gehen, einfach mit der Schockwelle. Das ist einfach sehr stark. Vor allen Dingen, sie haben es sehr, sehr clever gemacht, dass sie jetzt schon sie genommen haben, weil sie ist Antwort auf alles. Ja. Aber man kann sie auch einfach vorher picken, weil der Gegner dann, man lässt den Gegner so ein bisschen unter Druck, weil er jetzt entscheiden muss, okay, welche Richtung möchte ich gehen. Wenn man jetzt halt früh sich für einen Six entschieden hat, da weiß man ganz genau, es ist halt wirklich nur massiver Poke und man kann halt sehr, sehr gut den Gegner belagern. Aber Orianna kann halt leider alles. Ja. Deswegen hier hat man ganz kurz sich eventuell fast schon für den Zed entschieden. Syndra ist aber die brutalere Variante und vor allen Dingen sicher. Ja, und Syndra, auch ab Level 6 einfach die Ulti, ist einfach, Infested macht es einfach, du bist sofort tot, macht einfach so viel Schaden. Ja. Da ist es auch besser, wir sehen auch gerade, dass Siju hier noch momentan mit dem Heal dabei ist. Mhm. Da kann man auch so ein bisschen Schaden verringern, gerade mit dem Schild noch von Orianna. Das ist schon nicht verkehrt. Und ich finde auch den Jungler von Infected, die Kha'Zix, sehr gut. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass er jetzt wieder öfter ausgepackt wird einfach. Ja. Und der ist ja auch, man spielt ihn jetzt ein bisschen anders. Man entwickelt eigentlich jetzt zuerst die Spikes, sodass man 3 Raketen direkt schießt. Und diese verlangsamen die Gegner sehr stark, sind gerade im Nahkampf, heilen sie Kha'Zix. Also er macht ihn wirklich sehr stark im Nahkampf, auch durch den Sustain einfach, den man bekommt. Und ja, über Kog'Maw haben wir noch gar nicht wirklich geredet. Kog'Maw mit Nami, habe ich ja gesagt. Ist eine gute Antwort. Gute Antwort, weil man wirklich einen Champion hat, der auch wieder im Early schwach ist, ähnlich wie Tristana, aber ihn dann gerade durch diese Heilung von Nami, durch die Support, sehr defensive Support-Variante, sehr gut unterstützt und dementsprechend ist das da eine gute Wahl. Und Infected hat hier mit Lulu und Zilin geantwortet. Oh, das wird wunderschön. Bin sehr gespannt. Man formt natürlich so ein Team ein bisschen um die Tristana.
Man hat sehr viel Support, die zwei Schilde von Orianna und Lulu, die Ulti von Zilean. Ich bin sehr gespannt, wer jetzt Support geht. Ich denke mal, es wird jetzt Zilean sein. Man könnte auch Lulu hinpacken, aber Zilean auf der Toplane wird gefressen werden. Ja. Lulu ist da wesentlich mobiler und kann natürlich Gegner verlangsamen und ist vor allen Dingen auch eine ganz gute Wahl gegen Maokai in dem Sinne, dass sie ihn so gut nerven kann. Er hält meistens durch mit der Passiven und er wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, sie zu töten. Es kommt jetzt wirklich stark auf den Jungler an. Warwick wäre wirklich eine sehr brutale Variante, die aber sehr langsam zündet. Vor Level 6 sind die Ganks echt zum Einschlafen. Ja, da muss man echt lange warten und vor allen Dingen, wenn du das Problem bei Warwick ist immer ab Level 6 hast du einen sehr starken Jungler. Wir sehen auch, das wurde jetzt Elise gewechselt, aber ja, halt vorher, du kannst halt wirklich nichts machen. Und wenn du dann so eine Lane hast wie Kog'Maw, Nami und die am Anfang vielleicht ein bisschen Druck bekommen und versagt gegen eine Tristana, die dann dick wird, da kannst du wirklich nichts machen. Also da ist einfach immer sehr riskant, dann so einen Champion wie Warwick zu spielen einfach, weil du echt deinem Team einfach nicht helfen kannst. Wobei du später zu einem Tier wirst. Also Warwick selber hat dann unglaublich gutes Durchhaltevermögen dank der Passiven, stellt wirklich viel Leben wieder her. Man kann natürlich mit dem Fairy Flare und mit der Klinge des gestürzten Königs spielen und halbiert einen, wenn er dich ultet. Und das ist schon sehr, sehr schmerzhaft. Elise ist aber konstanter durch das ganze Game. Ja. Gerade die Ganks mit dem Kokon, wenn sie landen sollten, werden auf jeden Fall in massiven Schmerzen münden. Ich bin gespannt, wie Mountain sich macht. Ich persönlich habe ihn noch nicht so oft auf Zilean gesehen. Zilean selber wird immer moderner, ist super nervig auf der Botlane mit den Bomben und gerade die Ultimate. Du musst dir ja doppelt Mühe geben. Ja, und vor allen Dingen, ich denke mal, das ist auch so eine Sache, die man in dem Bootcamp eventuell auch versucht hat zu trainieren. Einfach mal etwas anderes. Man ist ja gewohnt von den Faculty. Sie haben eine sehr sichere Spielweise. Ja, sie gehen wirklich keine Risiken ein. Sie spielen wirklich alle Spiele super sicher runter und mit Zilean ist das vielleicht so ein bisschen etwas anders. Also man versucht natürlich, man baut wieder so ein Team um die Tristana rum. Man hat viel Schild durch Lulu, durch Orianna und natürlich noch die Ulti von Zilean, die ja nicht nur auf der Tristana gut ist, sondern auch gerade auf einer Frontline, wie zum Beispiel auf dem Kha'Zix, wenn der reinspringt, der zieht da wirklich die ganze Akku auf sich und kann dann natürlich mit der Zilean-Ulti eventuell nochmal neu dazukommen. Und das ist halt das große Problem, ist halt, wenn du jemanden mit einer Zilean-Ulti tötest, musst halt aufpassen, dass du nicht allzu viel für ihn verwenden musst, weil sonst ist es so, du haust alle Ultis auf den, dann kommt der wieder und dann bricht der Kampf erstmal richtig aus und du hast halt nichts mehr, weil du alles für den rausgeschleudert hast und das ist halt ein bisschen bitter und ja, da muss man echt aufpassen und dementsprechend ist das halt sehr schwierig. Hier sehen wir nochmal die Begegnung in Faculty gegen Team Alternate. Also in Faculty hat in den Cups nicht ganz so überzeugen können, sind aber immer noch amtierender deutscher Meister, waren jetzt eine Woche im Bootcamp. Wir sehen auch schon, wir sind im Game drin, sehen also die Begegnung jetzt hier. Und es sieht momentan auch eher nach einer klassischen Laning-Phase aus. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen mit dem Lane-Swap. Also das ist so ein bisschen veraltet, kann man schon sagen. Ja, das stimmt. Aber es ist okay. Es ist, wie gesagt, wir kennen es von Infinity, dass sie sehr, sehr sicher spielen. Alternate wird sich da, denke ich, ein Stück weit anpassen. Und sie haben ja auch beide eine Komposition gewählt, die sich im Late-Game wirklich wohlfühlt. Maokai unsterblich. Elise konstant eigentlich immer. Sie macht immer wirklich, wirklich ganz guten Schaden. Und Maokai, nicht Maokai, sondern der Kog'Maw und die Tristana. Das kommt ein bisschen drauf an, wie man sich positioniert. Kog'Maw hat einen Nachteil, muss man sagen. Er kann sich nicht neu repositionieren, hat jetzt keine Möglichkeit, irgendwie mit dem Dash oder ähnliches da irgendwie Luft zu gewinnen. Aber er wird einfach jeden wegschreddern und das ist halt so sein großer Vorteil. Ja, das ist einfach der Schaden im Late Game. Also man muss sagen, beide Champions machen viel Schaden im Late Game, Tristana und Kog'Maw. Aber das Problem ist einfach, Kog'Maw hat halt erstmal eine sehr nervige Reichweite durch die Artillerie. Du kannst halt immer weit reinschießen in die Teamfights. Du kannst auch wirklich mit dem leeren Schlick Leute verlangsamen, sehr stark verlangsamen. Das ist so, dass die Gegner sehr schlecht an dich rankommen. Mit Nami, mit der Flutwelle kannst du die Gegner abhalten und das ist schon wirklich nicht verkehrt. Also da hat man wirklich auf beiden Seiten einen sehr starken AD Carry gepickt. Ist halt jetzt sehr, wird jetzt sehr davon abhängen, wer kommt besser ins Early Game rein. Richtig. Und ich würde da sogar, Early Game ist immer sehr, sehr supporterabhängig. Weil man muss, also gerade auf der Botlane, das ist offensichtlich, weil Mountain versucht, so viel wie es geht, mit den Bomben zu arbeiten. Er hat sich auch für das Entzünden entschieden. Also es gibt kein einziges Erschöpfen auf der Seite von den Faculty. Das ist eine super interessante Entscheidung, weil irgendjemand muss halt, Kog'Maw, bremsen. Also man hofft darauf, man vernichtet ihn sofort. Und man hat halt Kombinationspotenzial, gerade Orianna und der Kha'Zix passen gut zusammen. Man packt den Ball auf ihn drauf, er springt auf den Gegner und natürlich kommen dann sofort die Schockwelle hinterher. Das ist schon eine ganz gute Variante. Bezogen aber auf die Botlane wird das sehr, sehr speziell. Nami kann, wie gesagt, gegenheilen, kriegt aber Probleme gegen Tristana, weil sie natürlich da ganz gut gegenarbeiten kann. Aber es wird halt definitiv nicht einfach, weil auch sie sich wehren kann. Ja, das ist vollkommen richtig und wir sehen nochmal eine kleine Pause. Spieler scheinen da noch ein paar kleinere Probleme zu haben. Ist aber auch gar kein Problem. Also, wir können merken, es ist eine ganz normale Laning-Phase entstanden. Bin sehr gespannt, wie sich auch Maokai auf der Toplane macht.
wird da natürlich ein bisschen Druck bekommen durch die Lulu. Hat da ja schon so einen nervigen Poke-Damage. Ja. Darf man aber nicht vergessen, dass Maoka ja auch ja seine Setzlinge hat, die er da reinschleudern kann, die sehr nervig sind, einfach weil sie erstmal, du kannst sie auf sehr hohe Reichweite werfen und sie haben noch eine Verlangsamung dabei. Was ja auch gerade, wenn der Jungler da in der Nähe ist, ist extrem schwer macht, da wegzukommen. Selbst für eine Lulu, die sich ja noch beschleunigen kann. Also, das ist wirklich schon sehr interessant. Und im Teamfight haben beide Champions so ein bisschen eine andere Rolle. Lulu hat ja leider nur, oder was heißt leider, sie hat ja eine supportende Ulti, ja, ähnlich wie Maokai. Aber Maokai macht noch Schaden und er kann halt sehr weit reingehen in den Kampf. Lulu versucht sich eher weiter zurückzuhalten und dann andere Teammitglieder stark zu machen. Zum Beispiel ein Kha'Zix, der da reinspringen kann, auch echt eine gute Kombination hat mit der Orianna. Mhm. Einfach mit dem Ball kann er da reinspringen, die Schockwelle kommt drauf, die Lulu-Ulti, du wirst da hochgeschleudert, aneinandergezogen. Da ist schon wirklich, also da hast du sehr starkes Kombinationspotenzial, gerade wenn du dann noch einen Zilean hast, der einfach den Kha'Zix eventuell in einer brenzligen Situation eine Bombe auf den Kopf machen und wiederbeleben kann. Also ja, das ist einfach, wenn du das richtig gut timest, dann bist du da einfach perfekt unterwegs und das ist halt bei Maokai anders. Man hat halt mit Maokai und Elise zwei Champions, die reingehen in den Kampf und die Leute weghalten wollen von Syndra, von Kog'Maw und Nami ist da auch ein perfekter Champion mit der Flutwelle, mit dem Wassergefängnis, kann man da sehr gut arbeiten. Zumal sich auch Maokai und Elise zwar, die machen sich Ultimate unabhängig. Ja. Weil die haben keinen Tank auf der Seite von den Faculty. Obvious kann diesen Weg eingehen. Er kann quasi entscheiden, er geht den Elder Lizard und danach auf Brutalisierer, wenn es wirklich gut laufen sollte. Oder versucht dann wirklich sehr zügig auf irgendein Tank-Item zu gehen, um sich ganz einfach zu schützen. Und man ist ein bisschen von der Lulu Ultimate abhängig. Auf der Seite von ATN ist es überhaupt nicht so. Lee's wird immer kräftiger durch Gegenstände, das ist klar. Und Maokai einfach durch seine natürlichen Fähigkeiten. Später ist es so, in den größeren Kämpfen, gerade bei den geringen Cooldowns von den Faculty, jeder Angriff wird von ihm Leben wiederherstellen. Ja, und das ist halt super nervig. Und dementsprechend muss man dann schauen, wie man die Teamfights aufbaut. Ich bin auch sehr gespannt, welches Team denn wirklich die Kämpfe suchen wird. Man hat auf beiden Seiten, finde ich, eine Möglichkeit, den Kämpfen aus dem Weg zu gehen, weil man einfach Tristana hat, Orianna, die wirklich die Kämpfe auch langsam machen, gerade mit der Schockwelle, mit der Verlangsamung durch die Resonanz und auch dem Buster-Shot von der Tristana. Das ist schon wirklich eine gute Möglichkeit, auch die Kämpfe zu bremsen. Aber man kann natürlich auch genauso gut Kämpfe einleiten und das ist halt der große Vorteil von dem Team. Wir sehen auch, dass das Spiel hier in naher Zukunft weitergehen wird. Sehen nochmal die Spieler natürlich sehr konzentriert hier, wissen natürlich, dass sie hier auch gewinnen möchten oder gewinnen wollen. Das Ding ist dabei, dass natürlich Pausen sie auch so ein bisschen rausbringen. Also ja, wie gesagt, es ist wichtig, dass technische Probleme gelöst werden, damit sich die Spieler wohlfühlen. Sie haben ja auch ihre eigenen Tastaturen und so weiter mit, um das Ganze so heimisch wie möglich zu machen. Aber das Ganze muss natürlich gerechtfertigt werden, dass es hier auch gut funktioniert. Hier auch klassisch, ne? Heilung versucht hier gegen Bomben zu arbeiten und da zack! Nächste Pause. Das heißt, wir können auch mal ein ganz kleines bisschen auf die Midlane-Konstellation eingehen. Also wir haben jetzt gezeigt, dass Orianna Teamfight, alles klar, läuft alles super, ist ein Mädchen für alles. Bei Syndra ist es ein bisschen schwieriger. Ich denke, sie hat zwei große Vorteile. Sicherlich Initialschaden durch die Ultimate, absurd. Sie hat die Aufgabe, ein Ziel rauszunehmen. Ja. Wird aber schwierig, weil das Ziel entweder riesengroß ist, viele Schilde hat oder wiedergeboren. Deswegen ist die Teamkonstellation von den Faculty auch sehr gut. Deswegen, also man hat ja schon gesehen, dass man Orianna gepickt hat. Und klar, mit Lulu und Zilean, das waren ja die letzten Picks, die man gesehen hat. Klar ist es natürlich so ein kleiner Konter auch auf Snow. Weil man weiß erstens, Alternate spielt sehr viel über die Mitte, sehr viel über Snow. Ja. Wenn er da ins Spiel kommt, dann läuft das ganze Game. Und wenn man ihn natürlich da so ein bisschen bremsen kann, weil er einfach die Ziele nicht mehr tot bekommt, weil eventuell die Lulu-Ulti kommt oder Zilean, dann wird er natürlich auch nicht so einfach ins Spiel kommen. Trotzdem ist es natürlich immer noch sehr, sehr bedrohlich, einfach dieses Gangpotenzial auch von Nightmare mit Snow. Wenn der Kokon sitzt, sitzt natürlich auch die Zerstreuung der Schwachen von Syndra. Und dann bist du ewig betäubt, du kriegst super viel Schaden rein und ja, da kommst du einfach auch mit einem Heal oder mit ein paar Schilden nicht mehr weg. Zumal ja sich auch Snow für das Entzünden entschieden hat, sollte er das Entzünden vor der Heilung rausbekommen, dann ist auch die Heilung selber nicht stark genug, um das zu kompensieren. Und das ist so ein Vorteil, den er ausnutzen kann. Man sieht, es sind so ein paar Timing-Sachen, sind sehr, sehr geringe Zeitfenster. Trotzdem sehe ich bei Alternate sogar noch die Möglichkeit, ganz guten Poke-Damage auszuteilen. Man muss bedenken, die Betäubung von Syndra, die Zerstreuung der Schwachen, hat eine absurd hohe Reichweite, ja, wenn du von so einer Kugel getroffen wirst. Und Kog'Maw wird schon auch kaputt lachen, weil er natürlich mit der Ultimate reinsetzen kann. Ja, und das ist halt extrem nervig. Und der Schaden von der Ultimate ist auch sehr stark. Er wurde jetzt ein bisschen verändert, so dass er nicht mehr Schaden an Champions verursacht. Es war ja so eine Zeit lang so, dass er 150% Schaden an Champions verursacht hat. Das hat man auch gemerkt, das war schon ein bisschen zu stark. Gerade wenn diese, ich sag mal, wenn du, es ist natürlich schwer, diese Artillerie auch zu treffen. Die Ziele bewegen sich. Du musst natürlich auch schauen, dass du dich nicht selber out of position bringst. Und
Aber wenn du die, mehrmals die Ziele triffst einfach, dann hast du so viel Schaden gemacht. Dementsprechend ist da auch der kleine Nerf gekommen. Wobei man sieht einfach, dass es immer noch sehr stark ist. Also ja, gerade genau, auch in der Mitte wird ja ab und zu mal Kog'Maw gespielt, AP Kog'Maw. Da, selbst da, die Ulti macht so viel Schaden. Also da weiß man einfach, wie stark der Champion auch schon vorher war. Richtig. Es ist auch nicht so einfach, darauf zu reagieren. Man muss ja bedenken, dass ja eine Problematik darin besteht, dass ja der Gegner gewarnt wird. Ja. Man sieht ja diesen grünen Faden, der auf einen gleich runterstürzt und dann natürlich entsprechend Schaden hat. Wobei ich dich ja kurz korrigieren muss, 125%. 125% war es, genau. Jetzt ist halt bei knackigen 100. Ist, denke ich, aber trotzdem eine faire Variante. Und ja, wir würden sagen, wir gehen nochmal ins Game. Na? Das können wir schon sehen, dass jetzt hier die Pause vorüber ist. Bonaparte hatte da so ein kleines bisschen Probleme gehabt. Musste da immer wieder disconnecten und auch mal zu reconnecten. Hat aber ganz gut funktioniert. Das bedeutet, wir können jetzt die Lanes beobachten und stellen fest, farmtechnisch alles sehr, sehr identisch. Ja, alles sehr identisch. Ist natürlich am Anfang versucht man sich so ein bisschen erstmal zurückzuhalten. Ich sag mal, der Level 2 Bonus ist immer sehr wichtig. Wenn man eher Level 2 wird, gerade auf der Botlane, dann kann man eventuell auch mal den Kampf suchen. Hat man jetzt hier nicht getan, man verlässt sich erstmal so ein bisschen auf sicheren Farm. Beide AD Carries wissen natürlich, wenn sie an Farm kommen, können sie im Late Game richtig viel Schaden anrichten. Bonaparte geht hier nochmal ein bisschen nach vorne, kann hier auf jeden Fall Mountain schon mal so ein bisschen Schaden anrichten. Aber man sieht, diese zwei Bomben, die sind schon wirklich, die machen sehr viel Schaden von Mountain, kosten aber auch dementsprechend extrem viel Mana. Ja, und er hat vielleicht eine interessante Variante gewählt, indem er gesagt hat, okay, ich gehe keinen Support-Gegenstand, sondern einfach Dorans Ring. Ja, hab mehr Leben, hab schon eine gewisse Grundregeneration dabei und versuche natürlich, den Gegner wirklich massiv zu verbomben. Das war nicht schlecht gemacht, der Raketensprung kam dann nochmal durch. Sidrio also auch nicht in einer ungünstigen Lage. Man muss aber dazu sagen, Kog'Maw hat nicht unbedingt massive Schwächen im Early Game. Er ist jetzt ja einem gegenüberstehend, der auch nicht der Stärkste ist. Haben wir jetzt schon drüber geredet. Tristana bringt auch ihr Problem mit sich. Und dann passiert Folgendes. Kog'Maw ist in der Lage, mit dem Phage oder mit dem Sheen, also mit dem Glanz, extrem zu glänzen. Dann wird's gefährlich. Mit dem Glanz zu glänzen, das ist schön gesagt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, da hast du vollkommen recht. Also da ist das Schadenspotenzial schon sehr groß, das darf man nicht vergessen. Und dementsprechend finde ich es auch sehr interessant, dass sich Mountain hier entschieden hat, mit dem Dorans Ring zu starten. Klar, es ist eine sehr offensive Variante, aber auf kurz und lang gesehen, du musst ja dann auch versuchen, den Kampf einzuleiten, weil das Problem ist einfach, wenn du keinen Kampf suchst, wird Nami auch früher oder später immer mehr Gold haben dazu. Weil sie einfach das Gold-Item hat, weil sie dir immer wieder Schaden zufügt, dadurch mehr Gold bekommt. Und das ist halt sehr schwierig. Also da muss man schon schauen, dass man mit Tristana, Sylvian da versucht, eventuell den Kampf über den Jungler oder auch selber einzuleiten. Genau, sie müssen halt irgendeinen Vorteil daraus holen. Es gibt ja auch immer wieder bei dem Item-Build-Variation, weil sie dann die Möglichkeit, mit der Träne zum Beispiel zu arbeiten. Und das verzögert immer wieder diese Gold-produzierenden Gegenstände. Aber ich denke, er wird eh mal darauf basiert sein, dass er versucht, ein bisschen mehr Schaden durch die Bomben anzurichten. Und AP, also Fähigkeitsstärke, tut auch seine Ultimate gut, weil die Ziele damit mehr Leben wiedergeboren werden. Ja, und es gibt durchaus die Möglichkeit, dass Zillion so viel Fähigkeitsstärke besitzt, dass er sogar den einen oder anderen Carry, der ja nicht so viel Leben hat, sogar mit vollem Leben wiederbelebt. Wir sehen auch hier nochmal, Siju wurde da nochmal kurz betäubt, aber momentan macht er sich wirklich gut in der Mitte, also hält sich da locker, hat ein bisschen weniger Farm als Snow, aber er spielt auch sehr aggressiv, versucht da auf jeden Fall Siju ein bisschen abzuhalten und es klappt momentan sehr gut. Auf der Toplane auch der Farm identisch, wirklich, da kann man noch keinen Vorteil sehen. Koi hat sich sogar schon zurückgezogen, hat natürlich Teleport mit, immer noch die gängige Variante auf der Top-Lane. Kann man sehr schnell auf die Lane zurück, man kann eventuell seinem Team unterstützen beim Kampf um Drachen, um Baron oder um einige Türme, also das ist wirklich ein Standardzauber. Wobei man sagen muss, er hat bezogen auf sein Item-Build eine sehr vorsichtige Variante gewählt, indem man noch einen zweiten Dorans Ring dazu gepackt hat. Es gibt manchmal, wenn man wirklich weit zurückliegt, die Triple Dorans Variante, wurde auch ein paar Mal auf Gragas probiert. Hier versucht man aber Maokai wirklich mit möglichst viel Mana durchzubekommen und den Gegner besser zu nerven, falls auch mal die Lane nicht so gut läuft. Und vor allen Dingen schnell an den Stab der Zeitalter zu kommen. Damit verzögert er es. Ja. Und wir sehen auch auf der Botlane, also so eine ganz simple Kombination aus einer Verlangsamung und zwei Bomben, die kostet Mountain schon extrem viel Mana. Also da muss er aufpassen, gerade weil Bonaparte auch immer wieder seinen AD Carry Sunny hochheilen kann. Also so stark ist diese Poke-Kombination aus dem Zillion nicht wirklich, weil man ja den Gegner zwar schwächen kann, aber mit Nami einfach einen Champion ausgewählt hat, der auch immer wieder, man sieht es ja, die Heilung ist schon wirklich sehr kräftig. Ist aber auch sehr mana-intensiv, also er hat das gleiche Problem, dass er da vorsichtig sein muss und ich glaube, er genießt jeden Moment, wo er sich sagt, ich muss jetzt nicht heilen. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass Nami die Möglichkeit mit der Welle hat, ja auch Gegner zu schädigen, also es ist auch ein gewisser Poke-Schaden, der dann in irgendeiner Form durchkommt, weil man sieht, er hat sehr, sehr lange drei Stacks auf seinem Gegenstand und das ist suboptimal.
Ja, ist auch nicht so einfach mit Nami einfach diese Stacks abzubauen. Klar, du kannst die Heilung auf den Gegner verwenden, aber wenn der immer wieder deinem AD Carry zusetzt, dann bist du auch gezwungen einfach deinen AD Carry da zu heilen und kannst dementsprechend nicht den Schaden am Gegner anrichten und auch die anderen Fähigkeiten, der Wassergefängnis, da willst du nicht einfach raushauen, um da ein bisschen Gold zu generieren. Also das ist schon relativ schwierig. Da gibt es andere Champions, mit denen das schon um einiges einfacher geht. Was auch hier generell auffällt, dass die Jungler sehr zurückhaltend sind. Die Lanes haben mittlerweile ihre Ultimate erreicht, beziehungsweise sind schon teilweise Level 7. Das ist auch so der große Vorteil, der halt auch auf der Seite von der Baggett auffällt. Sehr ins Passive ist global. Ja, das ist auf jeden Fall vollkommen richtig. Man ist ja ein bisschen zurückgegangen von diesem globalen Passiven, weil man einfach weiß, das ist auf jeder Lane so ein Hidden Passive. So einfach so ein versteckter Bonus, den man dann hat. Bonaparte geht hier so mal ein bisschen aggressiver gegen Mountain. Hat er auf jeden Fall schon mal so ein paar Stapel von seinem Item abgebaut. Das ist auch sehr wichtig, weil wenn man drei hat, dann stapelt sich einfach nichts mehr. Deswegen muss man immer schauen, dass man die so ein bisschen abgebaut bekommt. Sonst bringt das Item natürlich auch nicht allzu viel. Wir können ja mal kurz reingucken. Ja, 160 Gold knapp hat er generiert mit dem Item. Also, er ist noch nicht allzu viel. Genau, er muss halt schauen, dass er in irgendeiner Form das refinanziert. Aber ich denke, wenn er es weiter ausbaut und damit auch später in der Lage ist, vielleicht sogar Gegner zu verlangsamen, in diesen großen Eispfeil, sage ich mal, das klappt da schon einwandfrei. Trotzdem sind die Lanes halt sehr verhalten. Also von Infected sind wir uns gewöhnt. Ja. Wir wissen ganz genau, ach, wenn ihr uns farmen lasst, ist doch alles okay. Tristana wird sich da wohlfühlen und das wird, denke ich, kein Ding sein. Aber die Frage ist dann halt, wann die Jungler zum ersten Mal zuschlagen werden. Weil gerade Obvious hat jetzt ja seine Ultimate zur Verfügung und bei ihr ist halt so ein bisschen schwieriger. Sie hat ja keine direkte Ulti. Ja, das ist vollkommen richtig, aber sie braucht auch die Ulti nicht unbedingt. Also sie, natürlich hat sie eine Ulti, die verstärkt ja auch ihre Spinnengestalt, so ist es nicht. Aber mich wundert es auch ein bisschen, dass man noch sehr lange gewartet hat mit dem Elise Gang. Wir sehen also, dass sie gerade auf dem Weg zur Botlane ist. Und man weiß ja auch, dass Infected gerade auf den Lanes sehr passiv spielt am Anfang, sehr viel farmt. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, dann die Objekte zu bekämpfen, gerade so ein Drache, da rotiert man dann sehr schnell mit 5 Leuten, nimmt dann sogar noch den einen oder anderen Turm mit. Also da ist Infected immer sehr konsequent, rotieren dann wirklich als Team sehr gut und da muss man sie dann irgendwie ein bisschen aufhalten. Und das kann man eigentlich immer machen, indem man am Anfang, gerade in den frühen Spielphasen, vielleicht die ein oder andere Lane so ein bisschen rausnimmt. Ja, aber aktuell wirkt es halt sehr stabil. Man bemerkt zwar auf der Toplane, dass Koi viel Schaden bekommt, farmt aber besser gerade. Also es ist ein kleiner Unterschied, aber trotzdem ist es merklich und man sieht auch, dass seine Passive wirklich super gut geeignet ist, um ihn ganz einfach lang wie möglich auf der Lane zu halten. Vielleicht ist auch Prombeer ein bisschen zu zurückhaltend. Ja, Prombeer ist noch sehr verhalten, muss man wirklich dazu sagen. Aber er hat sich auch erstmal für den Kelch entschieden, gibt ihm natürlich Mana-Regeneration, Magieresistenz, sehr wichtig gegen Maokai. Der macht einfach sehr viel Schaden und hier sieht man wieder die Kombination, zwei Bomben, der Schaden über Zeitzauber von der Tristana, der Explosivschuss kommt da drauf. Da ist schon extrem viel Schaden, also darf man nicht unterschätzen, wenn man da nicht gerade eine Nami hat. Man sieht ja auch, sie hat ja wirklich mit Mana-Problemen zu kämpfen einfach. Sie hat jetzt nicht mehr so viel Mana. Sunny sollte da also auf dementsprechend aufpassen, dass er da nicht allzu weit nach vorne geht. Und jetzt sieht man halt wieder diesen klassischen Move von Infected. Man drückt die Botlane raus, rotiert dann als Team direkt zum Drache, bekommt der Teleport rein. Eventuell sehen wir hier sogar schon den ersten Kampf. Oh, das wird jetzt aber sehr, sehr unangenehm. Teleport wurde nicht abgebrochen. Prombeer kriegt jetzt hier die erste Kugel schon mal in das Gesicht. Aber schön gemacht hier mit dem Drachen. Ob jetzt geht die Kombo ganz gut auf. Jetzt ging so Schockerle, trifft zwei Leute. Ultimate aber von dem Kollegen Snow reicht nicht ganz aus. Und da hat man es gesehen, no? Man hält die Leute am Leben. Ja, gerade mit der Lulu-Ulti und mit dem Schild von Orianna ist das einfach so stark. Man hat sich hier den Drachen gesichert und das ist halt diese klassische Infect-Methode, wie man hier die Spiele gewinnt. Man sichert sich die großen Objekte, kämpft dann auch um die Türme. Bin mir nicht sicher, ob man den Turm jetzt hier gegen 4 Leute verteidigen kann. Also Steve hat keine Ultimate zur Verfügung. Ja, zieht sich jetzt hier auch erstmal ein bisschen zurück. Den Turm wird man also auf Seiten von Alternate hier definitiv bekommen. Man verzögert das Ganze noch ein bisschen. Möchte natürlich, dass der Turm da den einen oder anderen Vasallen erledigt. Snow schnappt sich da noch ein bisschen das Gold. Ja, und auch ein sehr guter Tausch hier von Alternate. Also zwar den Drachen nicht bekommen, aber dafür immer in den Turm. Man hat vor allen Dingen was aufgefallen ist, es war wirklich wenig Schaden. Ne? Schockwelle? Boah. Ja. Ging. So, auch Unleashed Power, die entfesselte Macht von der Syndra, war sehr verhalten. Das liegt daran, sie waren nicht einmal einkaufen. Ja. Sie haben keine Einzige, die haben mit den Dorans halt hingekämpft. Ja, das ist halt wirklich das Problem. Man hat halt sehr lange auf den Lanes gefarmt und ist da nicht mal zurückgegangen. Also die Toplaner waren schon mal weg, aber da hat man auch nicht viele Schadensitems. Also der Kelch, der unterstützt den Schaden jetzt auch nicht wirklich. Die Magieresistenz hilft da auf jeden Fall nicht. Und
Dementsprechend wird es dann auch ein bisschen dauern, bis man dann im Teamfight ein bisschen mehr Schaden zu sehen bekommt. Wir sehen auch mehr Nightmare. Kriegt jetzt hier ein bisschen Probleme. Schön gemacht. Das ist natürlich eine epische CC-Chain, die hier rauskommt. Brombeer, keine Ultimate zur Verfügung. Wird der Wetter das Forceball abgeben? Oh, wir sind zur Stelle, aber viel zu spät. Raketen reichen nicht aus. Alternate schnappt sich da den ersten Kill. In der 12. Minute beinahe. Das ist schon sehr spät. Das ist schon sehr spät, aber er ist auch sehr weit rausgegangen. Also er hat da seine Ulti nicht mehr zur Verfügung. Die Abgame-Zeit ist fast abgelaufen, er hat sie jetzt wieder zur Verfügung. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn er die Ulti in dem Moment bekommen hätte, als Obvious reingesprungen ist, dann hätte man auch echt gut hier einen Counter-Gang machen können. Hätte eventuell sogar den ein oder anderen Kill hier für sein eigenes Team bekommen. Also da ist schon wirklich, Timing spielt da eine wichtige Rolle. Also das hat auch Nightmare sehr gut gemacht, war da genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Genau, Obvious hat sich wirklich ein kleines bisschen verhalten. Jetzt gehen die Nami-Welle ganz gut. Ich sehe, du musst ja auch hier dem Wassergefängnis fliehen. Und natürlich mit dem Flash arbeiten. Jetzt kommt da was nur noch von der anderen Seite dazu. Schöne Heilung, um ihn hochzukriegen. Alles Power reicht aus, aber der Silien. Ja, der Silien. Der rettet ihm das Leben. Ja, das ist halt super ärgerlich. Hat hier seine Ulti auf jeden Fall benutzt. Sehr stark. Man hat gesehen, sie macht viel Schaden, aber das ist halt echt nervig. Du belebst halt wirklich die Tristana einfach wieder. Die Abklingzeit von Silians Ulti kann ja auch noch reduziert werden durch einen seiner Zauber, mit dem man die Abklingzeit reduzieren kann. Und das ist halt so nervig, immer wenn er versucht runterzugehen und eventuell den einen oder anderen zu töten mit seiner Ultimate, die ja viel Schaden macht einfach. Das bringt einfach nichts, man kann ihn einfach wiederbeleben. Weil die Lane geht einfach weiter, als ob nichts passiert. Ja, das ist halt echt. Da kam jemand vorbei mit einem riesen Hammer und da wurde einfach nur wiederbelebt. Sehr, sehr angenehm, weil dann auch der Farm dadurch ausgeglichen wird. Und man sieht da wirklich nur noch kleine Differenzen. Also Snow ist der Einzige, der in Anführungszeichen davon zieht, aber das gleicht sich halt mittlerweile an. Brombeer kassiert jetzt mittlerweile ein bisschen mehr. Muss natürlich schauen, dass er das irgendwie das Ganze kompensiert. Jetzt ist natürlich wieder Sunny dabei. Man versucht jetzt die Lane zu 4 zu gängen. Schön gemacht hier von Mountain. Darf hier der Zerstörung der Schwachen auf jeden Fall Lebewohl sagen. Ja, auch sehr schön, dass man hier den Fokus auf die Botlane gelegt hat. Man wusste natürlich, Sedion hat erstmal keine Ultimate mehr zur Verfügung. Man hat den einen oder anderen Flash nicht mehr. Also Sedion musste auch schon Flash und seine Heilung benutzen. Also das war schon eine gute von Alternate. Und man hat ja auch gesehen, dass Sunny, du hast es ja erwähnt, mit dem Glanz, macht er einfach sehr viel Schaden nach dem Aktivieren einer Fähigkeit. Brombeer bekommt hier schon mal ein bisschen Schaden, so kann sich auch nicht mehr messen. Er hat auch schon den Stab der Zeitalter, der Koi. Also wird extrem tanky und macht auch viel Schaden, gerade durch den prozentualen Schaden, den er einfach anrichtet. Genau, und das Anwurzeln, der wirklich sehr schmerzhaft. Und bezogen auf die Botlane, ich gebe dir vollkommen recht, na, Glanz ist wirklich sehr, sehr nützlich. Haben wir schon vorher besprochen, dass das sehr früh mit Phage auch kombiniert wird. Und das ist jetzt so eine schwierige Sache, wie man den Vergleich dann zu Sedrio wagt. Er versucht, die Klinge der Unendlichkeit zu bekommen. Das ist aber so ein kleiner Zufallsfaktor. Er kann leider, oder sagen wir mal noch nicht, den Schaden, den die Klinge der Unendlichkeit macht, mit Angriffsschaden zu unterfüttern. Das ist so sein Problem. Er schießt sehr langsam. Wenn er crittet, ist es super. Ja, aber wenn es aber nicht passiert, ist Sunny viel stärker. Ja, du kannst halt natürlich auch Glück haben und crittest mit zwei Angriffen sofort zweimal, aber das ist halt wirklich immer riskant und das ist halt die Stärke deiner Einigkeit ein bisschen besser in dem Sinne, weil du den Schaden besser kalkulieren kannst, du weißt, wie viel Schaden du machst, du weißt auch, dass du beim Aktivieren der Fähigkeit mit dem nächsten Angriff mehr Schaden verursachen kannst. Siju kümmert sich hier nochmal um eine Ward, will man natürlich die Sicht der Gegner so ein bisschen einschränken. Wir sehen auch, dass Brombeer versucht, da so ein bisschen Koi ranzuziehen, weiß natürlich, dass Obvious da auf dem Weg zur Toplane war. Ah, Snow wurde jetzt gerade noch mal in der Mitte ein bisschen von dem Geist getrollt. Wollte einfach nicht sterben. Coin und eventuell auf der Top-Lane bedroht. Oh, jetzt kommt jetzt wieder zu, macht schon ganz guten Schaden, aber er tankt auch alles locker weg. Der Schaden reicht lange nicht aus. Also da sieht man einfach, dass Brombeer noch nicht die auch richtigen Items zur Verfügung hat, um einfach den Schaden da anzurichten, um Koi da zu töten. Der Stab der Zeitalter und die zwei Dorans-Ringe mit der Ulti reichen da vollkommen aus. Oh, hier wartet man aber sehr sneaky, sehr lange im Busch. Man muss natürlich Sedrion aufpassen, hat kein Flash mehr zur Verfügung. Bonaparte versucht das Ganze so ein bisschen zu baiten. Ich denke mal, Sedrion erahnt so ein bisschen was. Ja, er wird sich zurückhalten. Auch Mountain ist ja noch in der Nähe, kann ihn also bei Bedarf wiederbeleben. Das ist halt immer schwierig, auf wen man auf der Botlane geht. Ne? Der AD Carry ist immer eine gute Wahl. Wenn man ihn halt schwächt, dann schlägt halt niemand zurück. Den Supporter zu fokussieren, das ist auch problematisch, weil natürlich Sidru sich massivst wehren könnte. Aber man muss halt schauen, wie kriegt man die Silien-Ulti raus, ohne viel dafür zu investieren. Ja. Und man wartet hier auch sehr lange. Also Nightmare wirklich steht hier wirklich schon fast eine Minute im Busch rum. Man muss natürlich schauen, dass er da auch nicht allzu lange bleibt. Ja, er merkt auch schon langsam, na, vielleicht gehe ich jetzt doch mal langsam weg. Gegner haben auch den anderen Busch gewardet. Ja, er zieht sich jetzt auch zurück. Also man will ja auch nicht allzu lange warten. Gerade weil Mountain einfach auch noch seine Ulti hat. Also das ist halt relativ schwierig. Sunny hat natürlich gesehen, dass Mountain hier weggegangen ist. Hat versucht nochmal da dem Sedrion so ein bisschen Schaden anzurichten. Aber ja, das reicht halt lange nicht. Es ist vor allem so ein bisschen doppelt gemobbelt, weil einerseits stiehlt Nightmare die Erfahrung
und Silen gibt Bonuserfahrung. Ja. So, also man muss halt schauen, wie lange will man da wirklich bleiben. Drache ist aber wieder da. Man sieht ja schon, dass Alternate auf jeden Fall angeht. Wir machen auch ganz guten Schaden hier gegen ihn. Kog'Maw ist natürlich absolut prädestiniert dafür. Vielleicht will Sigu da nochmal von der anderen Seite zuschlagen. Mount ist nun unterwegs. Kann ja auf jeden Fall Nightmare verlangsamen. Gibt es aber selber Probleme. Wird er sofort vernichtet werden. Ultimate leider nicht rausbekommen. Sigu nun ebenfalls in Bedrängnis. Koi kann ja stundenlang tanken. Wurde auch noch die Blase etwas beschleunigt. Aber Sigu zu mobil. Silen, die Ulti nicht rauskriegen, das ist tödlich. Ja, wenn man natürlich betäubt ist als Silen, kann man auch keine Ulti auf sich zaubern. Das ist das große Problem und das hat Snow erkannt und richtig gemacht. Einfach direkt seine entfesselte Macht draufgezaubert, hat nicht mal seine Entzünden gebraucht einfach dafür. Und man sieht einfach schon, wie viel Koi aushält. Der kann da wirklich ohne Probleme einfach in 3, 4 Leute reinspringen. Der braucht da nicht mal irgendwelche Support von Bonaparte, kann da wirklich komplett alleine durch die Gegner durchrennen. Also das wird sehr schwierig, diesen Maokai da aus der Backline wegzubekommen. Vor allen Dingen, er geht ja schon einen Weg, der eigentlich Lulu freuen müsste. Ne? Ja. Er hat sich jetzt hier für die Gracial Shroud entschieden, kriegt also Rüstung, Mana und halt die bitter nötige Abklingzeitreduzierung, aber keine Magieresistenz. Er kompensiert das einfach auf natürliche Art und Weise. Ja, es ist ja auch ein sehr beliebtes Item, ist ja auch diese Eisfaust auf Maokai, mit der du ja wirklich beim Aktivieren der Fähigkeit mit dem nächsten Angriff erstmal mehr Schaden machst und gleichzeitig auch noch das Ziel rundherum verlangsamst. Wir sehen auch, Prombeer kriegt so viel Schaden. Koi verliert einfach gar kein Leben, kann hier immer wieder rein. Natürlich hat die Ulti hier mehr Schaden gemacht. Je mehr Schaden man bekommt, während man die Ulti anhat, desto höher ist auch der Schaden, den man damit austeilt. Und ja, momentan sieht es für Prombeer da, er muss sich da was einfallen lassen. Ja, Alternate glänzt auf jeden Fall. Also wir sind das von den Faculty nicht gewöhnt, aber es sind halt zwei Kompositionen, die halt im Late Game erst richtig zünden werden. Also jetzt hier so eine 2000 Gold oder fast schon 3000 Gold Führung auszubauen, ist definitiv nicht schlecht, aber es ist noch nichts Aussagekräftiges. Beide Teams konnten sich bereits mit dem Drake beschäftigen. Das Gold, was halt den Unterschied ausmacht, das sind die beiden Kills und natürlich auch der eine Turm. Ja, definitiv. Wir sehen auch schon, dass Bonaparte und Sunny hier noch ein bisschen die Lane reinpushen. Nightmare wieder auf dem Weg zur Top-Lane. Koi geht hier wirklich sehr aggressiv rein. Prombeer hat seine Ulti zur Verfügung, aber er wird hier mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben. Ja, da wird die Ulti von Koi nochmal aktiviert. Gar kein Problem. Also Prombeer 0-2, wirklich riesige Probleme auf der Top-Lane. Ja, und vor allen Dingen mittlerweile setzt er sich nicht nur für den Kill-Zeit stark ab, sondern der Farm. 30 weniger gegen den Baum. Das ist halt echt bitter. Muss natürlich schauen, dass er dann wirklich nicht unsterblich wird. Und das ist halt so eine Problematik, weil Maokai zeigt dann die bitternötige Konstanz gegen das Team von den Faculty. Man muss ja, wie gesagt, niemanden zweimal töten, außer man schafft es wirklich Mountain sehr schnell zu besiegen. Und er ist dafür nötig, weil er einfach den konstanten Schaden rausbringt. Weil die Fähigkeiten bezogen auf den Grundschaden sind halt sehr hoch. Gerade der Prozentuale mit dem Anwurzeln. Ja, und vor allem, man heilt sich halt auch. Ja. Und das ist nicht gerade wenig, ist sehr abhängig vom maximalen Leben, das Maokai besitzt. Und wir haben ja gesehen, er hat gerade einfach mühelos den Turm noch getankt. Bis zum Schluss war gar kein Problem für ihn. Und wir können ja mal so einen kleinen Blick aufs Gold werfen. 1700 Gold mehr hat er inzwischen schon als Prawnbear. Das ist schon eine ordentliche Menge. Also da kann man schon von einem großen Vorteil sprechen. Und da muss auf jeden Fall Prawnbear schauen, dass er da ein bisschen besser ins Spiel reinkommt. Wobei man sagen muss, sein Nutzen im Teamfight ist ja wirklich auch gerade die Ziele wie Tristana oder Kha'Zix am Leben zu halten. Also das kann er auch, wenn er vielleicht nicht so gut auf der Lane selber steht. Das stimmt. Trotzdem ist Fähigkeitsstärke, die er mit ihr aufbauen muss, sehr wichtig. Also gerade im Ultimate profitiert davon. Er kann die Gegner natürlich noch entsprechend verlangsamen oder Verbünde halt massiv beschleunigen. Also es dreht sich viel um Sedrio. Er ist auch in einer Position, dass er noch ganz guten Farmer, der ist jetzt Sunny gegenüber im Rückstand. Gerade jetzt die Tatsache, dass jetzt die Klinge der Unendlichkeit gegen die Stärke der Einigkeit kämpft. Die Stärke ist einfach besser. Sie ist jetzt besser, weil wenn du es nicht schaffst, das Ganze mit dem Static zu unterstützen, bringt dir der ganze Crit nichts. Ja, und wir sehen ja, er macht immer wieder einen Schuss der Artillerie, ein normaler Angriff, macht einfach so viel Schaden an Sedrion, dass er sich da zurückziehen muss. Er hat halt nicht die Heilung wie Sunny durch Bonaparte. Wir sehen auch, dass Bonaparte hier nochmal verlangsamt wird. Ah, Flutwelle trifft leider niemanden, aber wow, Sunny kann da einfach zwei Leute komplett weghalten. Ja, und vor allen Dingen kriegt der Schaden noch ordentlich Turm. Ja. Ne? Und das darf ja in dem Sinne nicht passieren. Bonaparte muss sich da mal zurückziehen, hat ja einiges abbekommen, ist, denke ich, in Ordnung. Ich glaube auch, der Flutwelleneinsatz war okay. Der war okay, weil man die Gegner natürlich so ein bisschen abgehalten hat, davon reinzuspringen. Und ja, eventuell kann man sich hier sogar um den Turm kümmern. Man weiß jetzt, Sedrion ist zurückgegangen, hat auf jeden Fall wieder volles Leben, hat auch seine Beschwörerzauber wieder zur Verfügung. Man springt hier auch aggressiv rein.
Ja, wir sehen jetzt schon, dass Bonaparte ordentlich Schaden schon kann sich aber ganz gut gegen einen mit seinen Teammitgliedern. Aber da der erste Kill bereits für Sedio. Das ist ganz gut, wenn er reinkommt, möchte die Raketen sitzen. Auch sehr mutig hier von Obvious. Geht da rein, wurde mal ordentlich vergrößert, springt gediegen raus. Schön gemacht hier, zwei Kills erstmal geholt, aber zu was für einem Preis? Toplane ist schon komplett eingerissen. Oh, das hat natürlich hier ordentlich zu Schmerzen geführt. Koi und Snow haben da die ganze Toplane eingerissen. Der Inhibitor-Turm kriegt da auch schon dementsprechend viel Schaden. Koi kann das Ganze noch ein bisschen tanken. Nicht schlecht gemacht, also das hat Infekt sich bestimmt anders vorgestellt. Klar hat man jetzt zwei Kills bekommen, Sirion hat sogar den einen bekommen, aber dafür den zweiten Toplane-Turm zu verlieren und auch noch Schaden am Inhibitor-Turm, das ist natürlich echt schmerzhaft. Richtig, wobei man hier von Glück sagen kann, dass diese sich regeneriert. Das ist super langsam, aber es ist wenigstens ein gewisser Grundwert, wenn man den Gegner da nicht mehr hat. Und das ist auch bitter. Man konnte jetzt zwar mit einigen Türmen noch nachziehen. Mitte hat sich verabschiedet auf der Seite von Alternate. Das gleiche gilt für die Botlane. Das heißt, die Karte öffnet sich jetzt nun massiv und man kann jetzt den Drachen vorbereiten. Muss man auch zwingen und vor allen Dingen etwas tiefer, weil die Sicht, die Alternate gerade hat, ist sehr stabil. Ja, sie haben zwei Pink Wards genau an den richtigen Stellen im Fluss. Da in den Büschen, wo, das muss man wirklich auch dazu sagen, wo immer noch komischerweise Spieler teilweise echt vorbeilaufen. Ja. Wir haben auch schon oft gesehen, dass Speerlinsen einfach an dem Busch verwendet werden, aber die Speerlinsen decken ja natürlich nur Wards auf und nicht richtig die Pink Wards. Und dann war es einfach so, dass man eine Speerlinse zwar am Busch benutzt hat, aber die Pink Wards selber nicht gesehen hat und dann ist man einfach trotzdem noch ein, zwei Minuten vorbeigelaufen an dem Pink Ward und hat dem Gegner da noch die Sicht gewährt und das darf natürlich nicht passieren. Bonaparte macht ja auch sehr schön. Boah, der Schaden von Siju ist aber auch schon nicht verkehrt, hat er auch seine Todeshaube schon im Gepäck, also da darf man sich auch nicht so einfach treffen lassen. Richtig, der nächste Gegenstand, den er benötigt, wäre der Lernstab. Dann hat er quasi sein Kern-Item-Bild schon zur Verfügung. Drache wird jetzt langsam angegangen. Also kriegt er schon, denke ich, bald ganz guten Schaden. Teleport jetzt mittlerweile auch auf den Spinnen verwendet. Kann da also hier ein bisschen helfen. Jetzt kommt er. Oh, er hat sogar den Smite-Sieg geschafft. Schön gemacht hier vorne, Obvious. Riesengroß wird jetzt Event aber wiederbelebt. Am Schockwelle trifft hier Sunny. Er natürlich das wichtige Ziel. Verabschiedet sich. Die passive auf den Scan of the Week geht hier gut rein. Man kann hier sofort den Kollegen vernichten. Seht ihr, mit der Ultimate rausgegangen. Mountain hat ihn geultiet. Bitter, er konnte die Wiedergeburt nicht erleben. Ah, sehr schade auf jeden Fall. Sehr schön eigentlich gemacht von Obvious, dass er da den Drachen wenigstens bekommen hat. Aber dass man da so einen Kampf draus dreht, dass einfach Koi da reinspringt. Snow auch sehr schön die Ulti gesetzt. Sirion, du hast es erwähnt, hat die Ulti von Sirion bekommen. Bin mir nicht sicher, ob man eventuell jetzt hier sogar den Baron versuchen möchte. Ja, man fängt ihn jetzt an, kann also eventuell schon Minute 23 hier sich den Baron sichern. Immer noch drei Mitglieder tot. Der Baron kriegt natürlich auch schon sehr viel Schaden rein. Ohne Kog'Maw natürlich ein bisschen, dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger. Kron, der will das Ganze abhalten, kriegt super viel Schaden. Ja, der ist auch tot, bitter. Kann überhaupt nichts machen. Ah, super bitter natürlich für den Faculty. Wenn sie den Baron jetzt bekommen, sind sie wirklich gut dabei. Na, es sieht auch so aus, dass sich ein Faculty damit abgefunden haben, diesen nicht mehr in irgendeiner Form herausfordern zu können. Promware wollte halt mit seinen Glitterlanzen noch so ein bisschen nervig sein. Aber Koi, super stumm, ja. Er hat fast kein Leben verloren. Ja. Obwohl er nicht mal andersweise der Jungler oder ähnliches ist, der das vielleicht bewusst kompensieren möchte. Hat wunderbar geknappt, also eine schöne Rotation bewiesen, haben 5000 Gold Vorsprung gefühlt, 15.000 dank des Barons, ja. Und sind natürlich in der Lage, noch weiter Druck auszuüben. Ne? Die Toplane, da müssen sie nicht mehr hin, die ist schon kaputt. Vor allem, sie fühlen sich ja in den Kämpfen generell jetzt schon sehr sicher. Und mit dem Baron-Buff wird das natürlich noch um einiges stärker werden. Klar, man hat gesehen, da sind einige Akzente von den Faculty, die wirklich da sind und die auch Hoffnung machen darauf, dass man die Teamfights gewinnen kann. Momentan ist es leider noch so, dass man auf den einzelnen Carries, Siju und Sedor, noch nicht allzu viel Schaden hat, um... Man möchte die sehr lange am Leben halten. Ja. Das Problem ist aber, wenn man das einmal falsch koordiniert, wie jetzt zum Beispiel gerade, Sedor hatte die Ulti von Zillion und nebenbei ist dann einfach Siju und auch Obvious gestorben, obwohl man ihn vielleicht hätte auch retten können. Und das ist halt sehr schwierig. Also das ist halt auch immer so eine Sache bei Zillion, wenn alle Schaden bekommen, auf wen machst du dann die Ulti? Ja. Weil eventuell kann Tristana dann noch wegspringen und dann hättest du vielleicht sogar lieber auf einen Orianna die Ulti machen können. Aber das ist halt immer sehr schwierig. Das Ding ist halt, dass der AD Carry immer das attraktivste Ziel ist. Der ist nicht abhängig von Cooldowns. Er wird wiederbelebt und kann sofort wieder Schaden machen. Es kann ja sein, dass man stirbt, dann wieder da ist und irgendwie keine Fähigkeiten mehr ausbekommt, weil die ja Abklingzeit sind. Der Baum wurde hier ein bisschen erwischt. Koi dreht sich aber um, sucht ja nochmal den Kampf gegen Sedo und kann eventuell über die Wand flashen. Unterstützt von der Nami-Welle. Na, der Baum, der genießt das ja, im Wasser zu sein. Hat das auf jeden Fall gut gemacht. Ärgerlich natürlich wieder für Infected, die konnten hier die nicht erwischen. Vor allem, man muss dazu sagen, man war hier wirklich mit Kha'Zix und Tristana auf dem Maokai und er hat einfach gefühlt gar keinen Schaden bekommen. Ja. Da sieht man einfach schon, dass Sirion wirklich noch nicht allzu viel Schaden dabei hat. Er ist auch vom Farm her einfach sehr weit zurück. 183 zu 240 knapp von Sunny. Also er hat jetzt auch seine Klinge des Schürzenkönigs und seine Stärke der Reinigkeit. Also wenn er eine Fähigkeit wirkt, dann macht er mit dem nächsten Angriff mehr Schaden und auch dieser doppelte prozentuale Schaden, einmal durch das Trommelfeuer und durch die Klinge. Das ist einfach so stark, gerade gegen jemanden wie
Kha'Zix, der einfach durch die Lulu-Ulti noch unterstützt wird. Das größte Problem ist auch bezogen auf die Lulu aktuell, sie hat sich jetzt hier mit mehr Magieresistenz und Leben ausgestattet. Also es ist ein defensiver Weg, den man eigentlich sehr spät erst geht. Ja. Dadurch fehlt es massiv an Schaden bzw. an Unterstützung. Die Ultimate ist nicht so kräftig, man muss halt das Geld umlagern und es ist okay, wenn man versucht, den Teamfight dadurch in die Länge zu ziehen. Das kann auch diese Komposition, sie kann ja doch sehr, sehr gut kiten, aber ich glaube, Alternate ist da viel zu konsequent, gerade mit dem Baron-Buff. Ja, auch sehr schön wieder betäubt hier von Snow. Leider konnte man da nicht ein weiteres folgen lassen. Bonaparte hat hier eine Bombe auf den Kopf. Macht doch nicht so viel Schaden. Wir sehen auch, dass Mountain hier schon einen etwas aggressiveren Weg gewählt hat. Ah, die zerstörende Schwachen hat leider niemanden getroffen. Und Koi geht da einfach an den Turm, drängt da auch die ganzen Leute weg. Also der nächste Turm hier für Alternate. 5 Türme. Jetzt rotiert man ganz logisch natürlich in die Mitte. Man möchte die äußere Turmreihe erstmal erledigt haben, bevor man dann den Schritt in die Basis wagt. Auch sehr gut, dass man hier nochmal die Wards erledigt. Ah, sehr gute Rotation hier von Alternate. Ja, vor allem die Vasallen unterstützen, also sie sind nicht weit weg. Man braucht halt trotzdem deren Power, irgendwie den Turm in irgendeiner Form zu tanken, sich selbst beschießen zu lassen, sich das Angenehmste. Vor allen Dingen, weil Enfegu die eigentlich eine ganz gute Komposition hat, um sie wegzudrängen. Also Tristana kann sich um die nahkämpfenden Vasallen kümmern, mit dem Steady geht es auch relativ schnell. Und Zito kann versuchen, die hinteren in irgendeiner Form zu erledigen, damit halt wirklich der Turm keinen Schaden bekommt. Aber sie werden so gut weggedrängt, immer wieder fliegen da die Geschosse durch die Gegend und der Turm wird bald fallen. Ja, da kann man natürlich gegen den Baron-Buff auch nicht verteidigen, weil man einfach höhere Lebensregenerationswerte hat und generell mehr Schaden verursacht einfach mit diesem Buff. Und das ist halt sehr schwer. Und man hat auch generell einen sehr guten Wave-Tier mit Snow und Sunny. Man kann da wirklich sehr gut arbeiten. Wir sehen auch, dass man sich hier wirklich mit 5 Leuten halt an dem Turm begibt und versucht, das Ganze abzuhalten. Toplane wird so ein bisschen von den Vasallen reingepusht. Koya hat das auch gesehen, ist da natürlich direkt auf dem Weg und möchte das Ganze verhindern. Also da hat man das Ganze durch die Vasallen auf jeden Fall so ein bisschen verhindern können. Kann jetzt also den Baron-Buff nicht ganz ausnutzen, hält auch nicht mehr allzu lange. Wobei, sie haben das schon ganz gut gemacht. Sie haben jetzt mehrere Türme bekommen. Das ist, denke ich, da in dem Sinne auch in Ordnung. Den mittleren, er wird nicht lange verteidigt werden. Wie gesagt, Enfegu, die hat die Komposition, um das Ganze in irgendeiner Form zu überstehen. Aber bei Alternate ist halt die Sache, dass Koi aktuell einen super guten Job macht. Steht 3-0-2, hat seinen Teleport wieder, kann also Split pushen, weil er kann jetzt mindestens 2 Leute auf sich ziehen und sie werden ihn nicht tot bekommen. Selbst wenn Sedrion super lange auf ihn schießen würde. Ja. Mit dem gefrorenen Herzen hat er einfach 100 Rüstung mehr. Vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, klar, er ist zwar ein Tank, aber er macht auch viel Schaden. Ja. Also das ist halt das Schlimme an Maokai. Er ist halt zwar, klar, musst ihn ignorieren, weil er ein Tank ist und weil er halt sehr viel aushält, aber gleichzeitig geht er halt deinem AD Carry so sehr auf die Nerven, dass du gar nicht drum herum kommst, ihn zu fokussieren, weil er einfach sonst die ganze hintere Linie wegrotzt einfach mit dem Schaden, den er verursacht. Siju hält auch noch nicht so viel aus, hat seinen Stundenglas noch nicht zur Verfügung und hat sich natürlich hier auch für den Lernstab entschieden. Man begibt sich hier auf Seiten von Alternate direkt zum Drachen, weiß natürlich auch, wann der da wieder da ist und jetzt bin ich gespannt, wie Enfegu reagiert. Man kann natürlich hier die Mitte ein bisschen reinpushen. Drache fällt super schnell. Man hat hier schon super viel Schaden einfach dabei. Ja, man kann hier nicht mal den Turm in der Mitte pushen. Das ist vor allem dann so ein langsamer Tod, muss man sagen. Also sie haben jetzt ihren Goldabstand mittlerweile auf 8000 hochgedrückt. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Menge, gerade wenn man die einzelnen Personen dann voneinander im Prinzip oder miteinander vergleicht. Das ist sehr unschön. Es ist auch auf jeden Fall die Möglichkeit, da zurückzukommen. Wir wissen das von den Faculty. Es ist einer der wenigen Teams, die es geschafft haben, aus einer 10.000 Gold Nachteil noch das Spiel zu gewinnen. Ja. Aber sie müssen es jetzt zwingend strecken. Ja, vor allen Dingen wird es auch echt schwierig, weil man einfach so tanky Charaktere hat wie Elise oder Maokai, die einfach wirklich reinspringen können. Und dann hast du Champions, die einfach dafür prädestiniert sind, Ziele einfach zu töten. Ja. So ein Snow, der mit Syndra wirklich sehr gut steht, einfach hat 2-0-2, hat wirklich die 3 Items, die er benötigt, einfach um fast True Damage an den meisten Zielen anzurichten. Und da kannst du einfach Sedrion und Siju, die haben da keine defensiven Items. Wenn die da nicht irgendwie unterstützt werden durch Mountain seine Ulti oder eventuell Prawnbears, dann platzen die auch wirklich sofort weg. Richtig, Siju muss halt schauen, dass er seinen Schild auf sich bekommt. Also der gibt schon ganz gute Resistenzwerte, also unterschätzen sollte man das Ganze nicht, aber es ist halt so ungünstig. Gerade halt Promware kommt nicht so richtig rein, er hat nicht die nötigen Gegenstände, um mit viel Fähigkeitsstärke zu glänzen, was man halt auf der anderen Seite wunderbar kompensieren könnte, wenn es denn da wäre. Also Maokai hat mittlerweile seine Kernresistenzgegenstände da. Gerade die Geistersicht verbessert ja noch seine Passive. Er wird nicht draufgehen. Ja, er wird sich noch mehr heilen und gerade auch die Abklingzeitreduzierung aus dem gefrorenen Herz und der Geistersicht ist er dann bei 40%. Das ist schon echt nervig. Also er kann relativ oft die Gegner festwurzeln, kann immer wieder seine Setzlinge reinschleudern, die Gegner verlangsamen, wegschlagen. Das ist schon wirklich, wirklich nervig. Und in 14 Sekunden ist der Baron wieder da. Da wird man sich auch so ein bisschen versammeln. Man sieht ja schon, dass hier für ordentlich Sicht auf Seiten von Alternate gesorgt wurde. Man hat hier die ein oder andere Pinkboard schon platziert.
bin sehr gespannt, ob man auf Seiten von den Faculty hier versucht, das Ganze zu unterbinden. Obvious wurde da so ein klein bisschen festgehalten. Er hat ja auch mal einen kleinen Versuch gewagt, hier eventuell Snow zu fassen. Aber es ist schwierig. Das ist aber sehr, sehr gefährlich. Also bezogen auf die Sicht wird es jetzt sehr unangenehm. Man sieht das schon, dass man zwar den Gegner bemerkt. Namivelle ist jetzt schon draußen. Also Obvious konnte auf jeden Fall diese Ultimate forcieren. Man lässt jetzt auch ab von Baron. Also hat er so ein gewisses Teilziel erfüllt, weil dieser Wurm ist der Hauptgrund, warum Spieler einfach verloren werden, obwohl sie schon gewonnen waren. Ja, weil da ist das Throw-Potenzial wirklich sehr hoch. Wir sehen auch, dass Sunny, er macht einfach so viel Schaden. Also er kann da auch wirklich Obvious im Nu erledigen. Koi bekommt da fast gar keinen Schaden. Oh, Shockwave-Kombination kommt da ganz gut los. Wunderbar, die Sünder hat sich instant verabschiedet. Er springt trotzdem noch rein. Wird nochmal wiedergeboren, während Sunny jetzt sehr, sehr langsam kriegt guten Schaden vom AD Carry. Die Passive, da lacht jeder drüber. Schön gemacht. Wow. Wunderbar, vor allen Dingen einfach stumpf kombiniert, ja. Und es hat geklappt. Ja, super gut gemacht. Einfach auf Fist reingesprungen, hat sofort die Ulti bekommen. Einfach nur super klasse, wurde dann wiederbelebt von Mountain, einfach sehr schön kombiniert. Da hat man gesehen, wie diese Wombo-Kombo wirklich auch einschlagen kann. Wir sehen hier Teleport von Koi, kommt hier auch dazu. Oh, das wird jetzt sehr, sehr gefährlich. Obvious kann natürlich jetzt nicht wiedergeboren werden, muss da nochmal rausrechnen. Auch Koi kassiert jetzt, er ist ganz alleine, will er umdrehen. Nein, er bleibt da stumpf, einfach nur stehen, kriegt natürlich Schaden ohne Ende. Reicht nicht aus, zu fünf kann man ihn erledigen. Wow, das hat aber sehr lange gedauert, muss man dazu sagen. Aber er konnte immerhin hier den Baron verhindern. Hat sich also der Teleport so ein bisschen gelohnt auf jeden Fall. Und ja, du hast es gerade erwähnt, also Infekity ist so ein Team, das kann auch wirklich zurückschlagen, gerade auch wenn man vom Gold her hinten liegt. Und da hat man einfach den Vorteil von dieser Wombo-Kombo einfach gesehen. Also beide Carries, ja. Beide Carries. Ja, es ist so, so stark gemacht, also wirklich dadurch hat man jetzt sehr viel Gold generiert und ja, ich bin sehr gespannt, was Infekity daraus machen wird. Das wird jetzt auf jeden Fall nochmal spannend. Vor allen Dingen gewinnt man durch so einen Teamfight einfach extrem Respekt bei dem Gegner. Sie wissen dann, okay, wenn wir uns irgendwie falsch positionieren, dann ist es vorbei. Obvious muss man da beobachten, was ja auch nicht einfach ist. Er kann die Kugel auf sich selbst bekommen, dann unsichtbar werden und dann halt reinspringen. Man muss dann unglaublich schnell reagieren. Und entweder Snow schafft es mit dem Scattered Weak jemanden wegzudrücken oder halt sehr, sehr schnell zu flashen. Und das kann er nur alle 5 Minuten. Ja, und das ist halt wirklich sehr gefährlich. Wir sehen auch, dass Obvious hier mal eine Pink Ward kümmern kann. Witter vielleicht noch ein bisschen abgehalten, aber kann natürlich da nicht so viel bewirken in der Nightmare. Man hat den Baron-Tanz so ein bisschen verhindert. Man zieht sich jetzt erstmal ein bisschen zurück vom Baron und weiß natürlich, dass man das Objekt eigentlich forcieren möchte, aber es ist nicht so einfach, weil du hast es ja gerade erwähnt, am Baron, da passieren einfach die größten Throws. Ja. Da kann man wirklich ein Spiel, was auch eigentlich schon fast gewonnen aussieht, einfach hergeben, weil gerade wenn wir in der späten Spielminute sind, wo alle so zwischen Level 16 und 18 sind, dann hast du einfach Todestimer, die so hoch sind. Da musst du wirklich teilweise eine Minute lang warten, bis du wieder da bist. Und wenn dann alle sterben, mit dem Schaden von der Tristana oder dem Kog'Maw, kannst du ohne Probleme einfach die Türme zerstören. Oh, Koi wird hier beobachtet und da sieht man schon, dass Tristana trotzdem ganz guten Schaden macht. Vor allem mit dem Red Buff könnte er nicht wegkommen. Er versucht sogar nochmal den Kampf zu suchen, den AD-Carry mitzunehmen. Wird aber sehr unwahrscheinlich. Wieso ihn retten? Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr ungünstig. Konnte man aber ihn trotzdem erlegen. Vor allem, er hat ihn noch halbiert. Ja. Da sieht man einfach der Schaden von Maokai sehr hoch. Man pusht hier auf Seiten von Alternate noch den Turm in der Mitte. Hat also hier alle Türme erledigt. Da kam nochmal der ein oder andere Ping in die Mitte zum Baron-Buff von Infaculty. Eventuell will man diesen hier forcieren. Wir sehen auch, man zieht sich jetzt hier nochmal auf Seiten von Alternate ein bisschen zurück. Aber das haben sie gut gemacht. Also Koi wieder so ein bisschen geködert. Ja. Hat gut geklappt, hat mehrere Leute auf sich gezogen. Das schafft man auch. Das schafft man nicht so oft als Splitpushender Bau, muss man sagen. Aber hier war es auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, weil die Basis jetzt ein bisschen eingedrängt. Sollte man jetzt den Baron bekommen, ist die Belagerung wesentlich einfacher. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Siju hat sich da noch währenddessen den Blue Buff geholt, hat natürlich auch dementsprechend mehr Mana-Regeneration hier zur Verfügung. Mountain und Obvious wieder sehr schnell da untereinander auf dem Weg. Und auf dem Weg, Obvious, ja, der Schaden, den sollte man nicht unterschätzen. Den aber die Nami-Welle kam hier wirklich ganz heimlich nochmal von innen vorbei. Leider niemand getroffen. Offensive Nami-Wellen neigen auch dazu, wirklich nichts zu treffen aufgrund der langsamen Geschwindigkeit. Aber nun die erste Rotation zum Drachen seit langem, muss man sagen. Also Infekity hat ja einige abgegeben. Hier wollen sie diesen Klamm heimlich schnappen. Wird aber sehr, sehr schwierig werden. Aktuell werden sie ja nicht beobachtet werden, aber man merkt schon, die Rotation erfolgt ja ganz gut. Brombeer jetzt mittlerweile alleine, muss sich eventuell zwingen. Nein, er flasht das mal raus. Mount jetzt in einer unschönen Position. Wird er sich selbst wieder beleben? Nein. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Dadurch, dass Promare da ein bisschen erwischt wurde, hat auch erst Maut überlegt, ah, soll ich da hingehen und ihn retten oder nicht? Ja, das war natürlich ein bisschen ärgerlich für sie. Jetzt haben sie wieder einen verloren. Promare musste sich zurückziehen, hat kein Teleport und kein Flash zur Verfügung. Also
Ja, bin mir nicht sicher, ob man ohne Mountain das Ganze hier verteidigen kann. Oh, das wird sehr schwierig, weil man braucht nicht mal Vasallen. Dann merkt er schon, dass er hier Koi das Ganze locker tanken kann. Scattering immer eingesetzt. Jetzt geht Obvious immer rein. Schöne Kombination, die Schaukel trifft, aber nur Koi reicht aber erstmal aus, den Baum zu erledigen. Jetzt natürlich ein Nightmare in einer unschönen Position ist. Da auf jeden Fall ebenfalls schnell draufgegangen. Obvious nochmal abgefangen, versucht da hinterher zu kommen, aber der Setzling direkt ins Gesicht gerannt. Ja, man sieht auch der Schaden von Tristana wirklich, wenn die da hinten rumsteht und einfach nur reinhält. Ey, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und das, obwohl Koi wirklich schon sehr viel Rüstung hat und Tristana noch nicht mal den letzten Atemzug ausgebaut hat. Also, da sieht man einfach, wie stark dieser Carry momentan ist. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man hier mit zwei Leuten eventuell sogar den Baron schon startet. Ja, man fängt ihn sogar an. Der Schild von Sijo wirklich schon super stark. Aber währenddessen pusht Alternate hier fleißig die Mitte der Baron. Mein Gott, wie schnell fällt der denn? Kriegt hier schon ordentlichen Schaden. Man muss sich beeilen, wenn der Turm sich verabschiedet, war das ein unangenehmer Abtausch. Also der Inhibitor liegt jetzt frei. Vielleicht würde sogar noch erledigt werden. Die Bombe auf Sunny macht schon ganz guten Schaden, aber er erledigt ihn. Super bitter. Haben wir auch schon aus anderen Turnieren gesehen, dass Infinity gerne sowas abtauscht. Jetzt aber Mountain sehr, sehr mutig versucht, jetzt Snow zu verlangsamen. Der bleibt ja fast stehen. Scattering geht auch schon mal raus. Gut gemacht. Snow konnte ihn erledigen, aber wird auf jeden Fall fallen. Obvious der Nutznießer davon. Man versucht eventuell sogar noch den Rest irgendwie abzufangen. Sidro muss das sofort raus, wurde da erschöpft. Sigu nun unterwegs. Der Ball relativ langsam nahm die Welle. Ach, hat wieder keinen getroffen. Aber naja, ich glaube, man jagt. Oh Gott. Oh, man jagt anscheinend. Oh, Serion wurde dann auch so ein bisschen unterstützt und beschleunigt. Aber das Ganze hat nicht wirklich gereicht. Das hat der Vorteil. Man kann halt wirklich dreimal beschleunigen. Einmal durch die Resonanz von der Orianna, dann hat man noch den Whimsy von der Lulu und gleichzeitig noch den Zilean. Also da sieht man einfach, wie schnell auch da wirklich Obvious im Teamfight drin ist. Den Drache kann man sich hier eventuell noch sichern. Ja, hat man sich gesichert. Sehr schön hier von Infinity. Man kommt vom Gold ja wieder ein bisschen ran. 3000, jetzt nur noch lediglich der Unterschied hier von den Golddifferenzen. Und man war ja schon fast bei 10.000. Also das haben sie wirklich gut gedreht. Sie haben auf jeden Fall gut aufgeholt. Problem ist, mittleren Inhibitor verloren. Es ist der, den man, denke ich, am besten verkraften kann. Die Rotation zur Mitte erfolgt sehr, sehr häufig. Es ist zwar der kürzeste Weg von Basis zu Basis, aber das ist, denke ich, dahingehend kein Problem. Ärgerlicher wird's, wenn man den Baron Buff hat und ihn nicht ausnutzen kann. Sie haben jetzt den Drachen, das war schon mal gut. Das ist aber weniger dem Baron Buff geschuldet, sondern mehr einer schnellen Rotation. Sie müssen aber schauen, dass sie irgendwie die Basis langsam von Alternate anknacken. Ja, das Problem ist einfach, dass noch alle äußeren Turmreihen halt stehen. Sogar noch der erste Top-Turm, das ist halt super nervig. Und man darf aber auch nicht vergessen, wenn man wirklich einmal einen Teamfight gewinnt, kommt man nicht alleine durch den Teamfight schon vom Gold heran, sondern kann sich dann auch noch die Türme mitnehmen, die ja wirklich Alternate schon hat. Und sie liegen vom Gold her wirklich nicht so weit vorne, obwohl sie 7 Türme erledigt haben. Also das darf man nicht unterschätzen. Also Infekity kann hier durchaus hier noch durch einen einzigen Teamfight hier das ganze Spiel gewinnen. Vor allen Dingen, wir sind ja mittlerweile fast in der 40. Minute. Und das ist dann wirklich, das ist dann eventuell der letzte Kampf. Ja. Gerade wenn viele Teammitglieder überleben, haben wir vorhin schon drüber geredet, AD Carries sind da besonders entscheidend, weil sie natürlich Türme zum Frühstück essen. Aber jetzt ist halt die Frage, wie man sich positioniert. Der große Vorteil von den Faculty ist, liegt halt darin, dass sie es eventuell wirklich schnell schaffen, Snow und Sunny zu vernichten mit einer Kombination und dadurch den Fight sehr, sehr schnell gewinnen. Aber wir sehen auch, dass man natürlich versucht, hier die Gegner so ein bisschen abzuhalten. Sehr schön, dass man auch sich entscheidet, auf seinen Sonnen Faculty hier die Mitte zu pushen. Da kommen nämlich die ganze Zeit die Super-Vasallen. Die hält man dann auch gleichzeitig raus aus der Basis. Botlane pusht auch von den eigenen Vasallen. Toplane pusht da, hat sich eine ordentliche Welle angespart. Also das ist wirklich schon eine super Rotation hier. Aber wir sehen auch Sedrion, wenn er da wirklich Schüsse landen kann an Koi, dann klar, nicht allzu viel Schaden, aber immerhin etwas. Er wird nicht gehalten. Oh, der Schild. Der Schild ist ein Drittel der Lebenspunkte. Ja. Das ist definitiv eine solide Menge, weil der Turm, der zweite Turm heilt sich offensichtlich nicht, wird also da auch erledigt werden. Aber man merkt auch, der Wave Clear, also die Möglichkeit, Vasallen sehr, sehr schnell Massen zu vernichten, ist gar nicht so schlecht bei Alternate. Also sie können da gut gegenhalten und es ist halt ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Aber du hast bereits richtig bemerkt, für die Botlane ist das super. Ja, da pushen die ganze Zeit die Vasallen auch auf der Toplane. Da kann man jetzt eigentlich warten, bis die Vasallen am Turm sind. Die erledigen eventuell den Turm und wir sehen auch, Obvious wartet wieder einfach auf seinen Moment, wo er reinspringen kann, dann die Ulti von Prom, der bekommt, hinterher dann die Schockwelle von Sidhu, also da ist das Kombinationspotenzial natürlich schon sehr stark. Man versucht, ja, man hält das Ganze natürlich so ein bisschen ab. Brombeer wurde da sogar kurz betäubt. Man hat sich aber nicht getraut, da nochmal weiter reinzugehen. Das ist ja die Ping-Pong-Kamera. Die wird auch nervös, muss man sagen. Jetzt aber das Ding, Bonaparte heilt einfach sein Team extrem gut gegen. Also Obvious versucht da immer wieder mit den Raketen reinzusteuern. Auch die Glitterlanzen tun noch nicht allzu sehr weh. Wobei jetzt Brombeer mittlerweile die Todeshaube hat. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Sedrio kassiert hier ein bisschen, aber das ist wirklich noch
sehr verhalten. Botlane mittlerweile auch gut dabei, hier den Turm zu vernichten. Toplane gilt das Gleiche. Also die Vasallen kämpfen für Infected. Die haben jetzt schon mal den Top-Tower erledigt. Also hier globales Gold sehr einfach gesichert. Ja. Und wir sehen auch, dass auf der Botlane weiter gepusht wird. Call geht sehr aggressiv rein. Brombeer wird hier ordentlich unter Druck. Eine schöne Schock, weil er hat ja einige Leute getroffen. Jetzt geht der Käfer rein, versucht sich um Sunny zu kümmern. Er aber mit den Autos sehr kräftig schön gemacht. Hier von Snow mit seiner Ultimate schon mal den Kha'Zix vernichtet. Einer ist gefallen. Ultimate von Mountain ebenfalls schon draußen. Auch Sigo musste seine Heilung verwenden. Aber das war eine stundenlange Belagerung für wenig. Ja, für wenig. Man hat eigentlich gesehen, der Kampf wurde schön eingeleitet. Eine schöne Schockwelle. Hat wirklich die beiden Carries getroffen. Snow und Sunny haben sehr viel Leben verloren. Leider kam auch Sedilon nicht mehr wirklich ran. Konnte da keinen weiteren Schaden an den Zielen landen. Und ja, das ist natürlich super ärgerlich. Mountain's Ulti ging noch raus. Ich bin mir nicht sicher, ob er da sogar wiederbelebt wurde. Natürlich super ärgerlich, wenn man da so einen schönen Start eigentlich hinlegt und dann die Ziele nicht letztendlich exekuten kann. Sehen auch, dass er sich hier das Gold aus dem Wald nochmal mitnimmt. 2 Minuten sind beide großen Objekte wieder da. Also Drache und Baron sind dann wieder zur Verfügung. Und das wird auch wirklich so der entscheidende Kampf. Dreht sich halt um diese Objekte. Wenn man in so einer späten Spielminute den Baron bekommt, dann, man hat ja gerade gesehen, wie stark einfach der Baron ist, wenn man belagern möchte. Man kann sich sehr oft hochheilen, die Schilde, die Sedilon bekommt, ermöglichen es ihm immer einfach, an den Turm ranzugehen, immer mal wieder ein paar Schüsse zu landen, ohne dass der Turm ihm sehr viel Schaden zufügt. Er hat jetzt seinen letzten Atemzug auch schon am Start, also auch so ein Koi oder Nightmare wird jetzt hier sehr viel Schaden bekommen. Richtig, und darum geht es ja wobei trotzdem. Es war halt gerade ein 300er Crit und er verschwindet fast schon sofort. Jetzt Sedilon in einer unschönen Position, wurde nochmal kurz betäubt, kann froh sein, dass die restlichen Teammitglieder nicht da waren. Hat also dahingehend gut geklappt. Wen man loben muss, sind die Midlaner. 400 Farm. Ja. 40. Minute. Das ist sehr stabil. Sie werden bald an ihre Grenzen kommen, was die Gegenstände angeht. Aber das ist natürlich dann ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Weil gerade bei Snow, das Stundenglas haben wir noch nicht in Aktion gesehen. Nee, haben wir noch nicht in Aktion gesehen. Aber auch Sidu hat das Stundenglas inzwischen im Gepäck. Sidon ist auch eine Leichtigkeit für ihn, hier die Vasallen zu erledigen. Wenn er davon getroffen wird, dann sieht es natürlich bitter aus. Also da muss er schon aufpassen, dass er da die Betäubung von Snow hier nicht abbekommt. Aber wir sehen auch, super nervig auch immer mal wieder dieser Static Proc. Macht da auf jeden Fall schon ein bisschen Schaden. Man versucht den Gegner natürlich so ein bisschen zu locken. Weiß jetzt nur nicht mehr 40 Sekunden, dann ist der Baron wieder da. Man möchte sich den Platz so ein bisschen sichern. Wassergefängnis ging raus, Prompt, er wurde noch mal ein bisschen betäubt. Sedilon hat natürlich mit dem Slow durch den Red Buff hier gute Möglichkeiten, auch Koi da ein bisschen auf den Nerv zu gehen. Aber er macht trotzdem keinen Schaden. Aber er macht trotzdem keinen Schaden, weil er einfach zu viel Rüstung hat. Ja. Ja, also mit Omen und dem gefrorenen Herzen wird es sehr, sehr unangenehm, wie man gerade gesehen hat. Was jetzt quasi ein sehr, sehr entscheidender Moment ist, dass die Midlaner jetzt besonders stark sind. Offensichtlich haben sie guten Farm, haben schon drüber geredet. Sie haben bald ihre kompletten Gegenstände zur Verfügung und sind aber auf eine gewisse Weise unattraktiv für eine härtere Eröffnung, weil sie beide Stundenglas haben. Die Carries sind jetzt das absolut Verwundbarste, was es gibt. Sunny hat noch nichts Defensives. Vielleicht das Trinity, es gibt ein bisschen Leben, okay. Ja. Aber für Sidro genau das Gleiche. Er muss halt den Raketensprung. Es kann halt sein, dass er den einsetzt und trotzdem von der Ultimate von Snow vernichtet wird. Ja, aber ich muss auch sagen, er steht auch immer sehr sicher. Also er hat ja auch als einziger im ganzen Spiel 0 Tode. Ja. Also das spricht auch wirklich schon für ihn. Und Tristana ist auch ein Champion, der auch sich gar nicht mal davor scheuen muss, relativ früh aus dem Kampf zurückzuziehen. Wow, Koi hat hier schon ein bisschen Schaden kassiert. Also das wirkt immer sehr wenig, aber das liegt auch einfach daran, dass Koi schon sehr viel Leben hat. Und dementsprechend darf man den Schaden da wirklich nicht unterschätzen, den Sidu hier macht. Gerade durch die Ulti der Schockwelle, da ist schon das Schadenspotenzial sehr groß. Man versammelt sich hier am Baron, möchte sich natürlich hier so den Bereich so ein bisschen sichern. Hat ja auch schon die ein oder andere Pink Ward am Start. Bin mir nicht sicher, ob man das hier anfangen sollte. Boah, das tat natürlich schon ordentlich weh. Und das war nur ein Schuss. Und das war schon Gegengehalt. Ja, und das war schon Gegengehalt. Das ist natürlich super nervig. Auch ob wir es immer wieder. Also Alternate, sie lassen sich so ein bisschen in die Enge treiben. Ja, vor allem der Turm hat sich verabschiedet durch Sedrin. Ne? Er ist immer schön auf der anderen Seite gewesen. Ne? Wir können das hier nochmal zeigen. Stand halt hier, um halt wirklich sicher nochmal über die Wand zu springen. Also ein schöner Gedanke an sich. Er hat jetzt ja auch seine maximale Reichweite von 703 nun dabei. Das ist halt nicht viel weniger als der Turm, muss man sagen. Und so kommen sie langsam auch sicher zurück. Wir sind jetzt aber in einem Moment, wo halt bald alle ihre Gegenstände haben. Und dann kommt es halt massiv auf den Skill an und auf das Timing. Ja. Und das Timing ist sehr wichtig und das haben wir ja jetzt ein paar Mal gesehen bei Infected. Das war nicht so ein schönes Timing. Der hat schon mal versteckt. Da hat der Baron sich der Drache sich noch mal kurz versteckt, wollte da nicht sterben. Aber Sidon hat das Ganze natürlich noch mal zu Ende gebracht. Und ja, dieses Kombinationspotenzial von Obvious und Sidon hat super geklappt immer. Er kümmert sich hier noch mal um die Wards. Natürlich versucht Bonaparte das Ganze so ein bisschen zu verhindern, hat aber nicht ganz geklappt. Und
Ich finde auch diese Möglichkeit einfach, dass du jemanden wie Kha'Zix sehr schnell in den Teamfight reinbekommst, dadurch, dass du dreimal beschleunigen kannst. Du kannst halt, er ist unsichtbar, bekommt den Ball auf den Kopf und kann dann super schnell einfach reinrennen in die Gegner. Du weißt gar nicht, was abgeht und auf einmal springt dann Kha'Zix in dich rein, der wird hoch, der wird nochmal von der Lulu-Ulti getroffen, alle fliegen hoch, dann kommt die Schockwelle, da wirst du wirklich durch die Kante geworfen und kannst da einfach gar nichts mehr machen und dementsprechend natürlich auch sehr viel Schaden, der da passiert. Man darf ja auch Seedorn nicht außer Acht lassen, der dann währenddessen einfach die ganze Zeit reinballern kann. Richtig, und vor allen Dingen, gerade wenn die Kombination auf die beiden Ziele trifft, bei Snow wird man bemerken, dass er wie ein Besessener auf die 2 klickt, um einfach nur wirklich sehr, sehr schnell das Stundenglas rauszubekommen. Ist aber auch eine Problematik beinhaltet, weil er muss halt schauen, dass er möglichst viele Kugeln in der Gegend verteilt, weil es natürlich seinen Schaden massiv erhöht. Ultimate auf 3. Stufe ohne Fähigkeitsstärke 1200 Damage mit allen Kugeln. Ja, das ist schon super viel und wenn man die Fähigkeitsstärke betrachtet, er hat sich für den Griff des Todesfeuers entschieden, macht also dementsprechend, wenn er das Item macht, mehr Schaden mit seiner Ultimate, nochmal 20% mehr Schaden und das ist bei so einem hohen Grundschaden, den die Ulti sowieso schon mitbringt, extrem hoch, gerade wenn man noch den leeren Stab hat, der dann noch die Magieresistenz der Gegner so echt sehr stark verringert. Wir sehen auch, dass Koi natürlich mit seinem Team versucht, hier an den Inhibitor ranzukommen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie Infected reagiert. Wir sehen, dass Edelon in der Basis ist. Der Turm, der Inhibitor bekommt schon sehr viel Schaden. Sunny traut sich aber nicht. Man hat natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, auch seitens von Alternate hier auch die Leute so stark zu beschleunigen. Oh, jetzt hat er die Kugel drauf. Kann ja den Service, aber Schockwelle noch nicht raus gewesen. Also da war man vorsichtig. Jetzt die Frage, ob es Obvious hier es noch mal rausschaffen kann. Nami-Welle trifft hier einige Leute. Koi ist hier mittendrin im Fight. Wird natürlich heftig. Da wird Snow erledigt. Nicht schlecht gemacht hier in der Backline. Koi versucht zwar die Leute wegzuhalten, aber dieser Käfer einfach übelst gut. Kann hier Schaden ohne Ende anrichten. Jetzt kann man die Gegner vor allen Dingen zurücktreiben. Koi muss da einiges an Schaden kassieren. Ob wir es noch immer am Leben versucht jetzt hier die Leute noch zu jagen. Die Raketen verlangsamen ordentlich gut gemacht. Sani will sich dann noch wehren. Kann ihn in der Luft erledigen. Aber es reicht nicht aus. Die drei Leute hier vernichtet. Toplane und Support können das noch schaffen. Bonaparte fleißig dabei, den Pinkwort zu klären. Auf jeden Fall richtig hier. Muss natürlich auch schauen, dass er jetzt die Basis verteidigt bekommt. Ja, wie schnell einfach Obvious da reinspringt. Er kann immer wieder hinter den Zielen hinterherrennen. Da können sie gar nichts machen. Und jetzt weiß man auch, warum Seedorn zurückgegangen ist. Er hat sich nämlich seinen Schutzengel geholt. Kann da auf jeden Fall nochmal wiedergeboren werden. Zusätzlich, neben der Zillion-Ulti. Seedorn begibt sich jetzt hier sogar Richtung Bottomlane. Kann hier schon ein bisschen viel Schaden an Bonaparte anrichten. Weiß natürlich, dass nur noch Koi am Leben ist. Und jetzt wird man hier auch mit hoher Wahrscheinlichkeit noch den zweiten Turm bekommen und auch den Inhibitor. Das ist ein sehr großer Vorteil hier für Infected. Eventuell, das Spiel beenden wird natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, man hat noch 30 Sekunden auf Sunny und Nightmare. Na, man zieht sich zurück. Aber die Basis ist doch ein einziger Trümmerhaufen. Ja. Also Botlane und Midlane vernichtet. Vor allem der Baron ist ja da. Die einfachste Rotation ist schön in die Basis, schön immer einkaufen. Wer überhaupt noch Platz im Inventar hat, muss man ja auch dazu sagen. Ja. Und dann einfach die einfache Rotation zum Baron. Weil ihn kann ganz einfach Alternate nicht lange in irgendeiner Form herausfordern. Sie können zwar versuchen, mit Poke Damage irgendwie zu arbeiten, aber das können sie vielleicht für 2 Minuten, allerhöchstens 3, weil dann die Botlane massiv reinpushen wird. Ja, also wirklich super stark einfach nur von Obvious und Seju. Die Schockwelle, die hat einfach wieder so viel Schaden gemacht. Snow wurde einfach sofort zerrissen. Und wie weit einfach Obvious da immer wieder reinspringen kann, wird er beschleunigt, nicht nur von Seju, auch von Promare Mountain wird er wiederbelebt. Also das ist einfach so nervig. Du kannst da wirklich gar nichts machen, wenn der Käfer dir immer wieder hinterher rennt, da die Raketen reinhaut, die dich auch stark verlangsamen, muss man dazu sagen. Und ja, das ist schon wirklich sehr ärgerlich. Jetzt die einfache Rotation. Ist schlecht gemacht hier von Alternate. Sie haben dann einen ganz giftigen Ward hier auf der linken Seite, der das halt so ein Stück weit beobachten kann, wo man auch sehr, sehr selten den Sweeper einsetzt, um ihn einfach nur zu beobachten. Also wir können jetzt hier nochmal einen Blick drauf werfen. Sie können nicht direkt in den Pit reinschauen, aber trotzdem eine ganz gute Sicht da aufbauen. Man bemerkt jetzt hier auch, dass Nightmare in der Nähe ist. Man wagt jetzt erstmal nicht, den Baron anzugehen. Also die Verteidigung der Midlane scheint hier eine größere Rolle zu nehmen. Ja, man sieht ja auch, dass hier man auf Seiten von Alternate schon sehr aggressiv da in der Mitte vorgedrungen ist. Eventuell von Alternate vielleicht die Möglichkeit, hier den Baron anzugehen. Wir sehen auch, dass man hier sogar anfängt. Das ist relativ mutig. Na, können sie auch nicht machen. Der Baron selber ist natürlich stinkwütend, wenn man ihn irgendwie angreift. Wird er zurückgetrieben und die Botlane, die wird nicht kleiner. Da ist einfach bald eine riesengroße Welle. Und vor allen Dingen, die ist eine Sidelane, also hier speziell die Botlane. Kommt ja die Ultimate raus? Nein, man will hier Mount nicht erledigen. Das also auch hier mehr oder weniger verschwendete Zeit. Man muss bedenken, der Turm wird von den riesengroßen Monster was sein, sehr, sehr schnell. Man hat jetzt sogar Koi abgestellt, der ja das Teleport noch zur Verfügung hat. Aber ich sehe ja keine Möglichkeit, wie Alternate hier den Baron aktiv verteidigen kann. Ja, vor allem, weil in der Mitte hat man auch den Vorteil, dass er jetzt noch nicht so weit reingepusht ist. Seedorn wird nochmal hochgeworfen. Bonaparte hat da schon ordentlich Schaden kassiert.
Er wartet da so ein bisschen, springt jetzt auch rüber über die Wand. Oh, die Standardtaktik ist hier wieder dabei. Die Carry ist immer so nah beieinander und abgeschieden von den Leuten. Da ist jetzt kein Baum in der Nähe, der die Leute verteidigen kann. Das ist sehr, sehr gefährlich. Jetzt sehen wir schon, Baron Buff wird jetzt angegangen und ich glaube nicht, dass er hier lange überlebt. Nee, man macht hier einfach schon sehr viel Schaden. Wir sehen auch, dass der Baron da wirklich relativ zeitig fällt. Man bricht das Ganze sogar nochmal ab. Komm, bei der europäischen RCS, hier lässt man das Ganze nochmal sein. Wartet er wirklich ab, bis halt entsprechend die Basis noch ein bisschen mehr unter Druck gesetzt wird. Weil, wie gesagt, Koi ist nicht da. Also man kann ihn jetzt wirklich sehr, sehr schnell erledigen. Nami-Welle kommt schleichend, aber tödlich. Trifft aber niemand. Ja, man bricht wieder den Baron kurz ab. Ja, man will natürlich jetzt hier auch keine Risiken eingehen. Man weiß natürlich, dass Koi, auch wenn er jetzt auf der Bottomlane das Ganze verteidigt, immer noch seinen Teleport zur Verfügung hat. Man hat hier wieder die Ziele so ein bisschen rausgedrängt. Zerstört hier auch die Wards, gar kein Problem für den Faculty. Und Sedurion kann halt immer wieder reinspringen und auch, man sieht ja, der Baron, der fällt so schnell. Man muss es nur durchziehen. Das ist das Ding, man bleibt noch sehr, sehr verhalten. Obvious kriegt ja schon einiges an Schaden. Wurde von Gokong glücklicherweise nicht getroffen, also kann sich da nochmal zurückziehen. Sein Leben dahingehend nochmal verschont. Der Baron, der wird immer an einem bestimmten Punkt einfach angehalten. Man muss natürlich schauen, dass man das Zerschmettern zur richtigen Zeit auch einsetzt. Nightmare halt in der Nähe, er macht sehr, sehr viel Schaden auch mit seinen Fähigkeiten und kann das mit dem Zerschmettern kombinieren. Alle sind Level 18. Oh, schöne gemacht mit der Betäubung. Aber wunderbar, Obvious kriegt hier den Baron auf Nightmare hier definitiv verloren. Wird er schnell erledigt werden. Jetzt geht Obvious sogar noch mit in den Etapp rein. Muss er dir schauen, dass er unterstützt. Das ist hier mittlerweile riesengroß. Sally, keine Chance. Das war absolut obvious, dass das passiert. Hier sehen wir noch Skeleton. Wie geht es hier nochmal rein? Auch Sedel und kann ja die Leute auseinandernehmen. Koi ohne Mana, ohne Leben. Versucht sich hier an seine anderen Baumkollegen zu kuscheln. Teleport reicht auch nicht aus. Wird erledigt werden. In Faker, die zieht das hier sehr langsam, aber sauber durch. Wow, wieder fast 10.000 Gold Rückstand. Und dann dreht Faker hier das Spiel. Einfach nur super stark gemacht hier. Ja, auch sehr schön einfach von Obvious, er hat wieder den Baron bekommen, auch vorhin schon den Dragon gesmited. Einfach nur so stark gespielt von den Faculty, also obwohl man sehr stark zurücklag, da, einige Teams sind da schon so, dass sie einfach denken, oh, das Spiel ist einfach vorbei. Und selbst da haben sie noch wirklich richtig gut zusammengespielt und das ganze Spiel hier wirklich gedreht. Und auch Promberg kam noch gut ins Spiel rein, das ist halt der Vorteil. Klar, du bist am Anfang 0-2 auf der Lane, aber Lulu, die macht halt wirklich auch die Carry stark durch die Ulti und... Ja, das haben sie wirklich sehr schön gemacht. Das war auch dieser heftige Punkt, wo er die Todeshaube hatte. Dann war man aufgefallen, okay, die Ulti vergrößert einen wirklich, ne? Macht einen wesentlich kräftiger. Und es waren aber schon echt ein paar gute Moves von Obvious dabei. Dass man das so stumpf kombiniert hat und es einfach mehrmals geklappt hat, ist schon effektiv, ne? Ein bisschen irritierend, aber klappt ganz gut. Sedrio selber auch nicht einmal gestorben? Ja, er stand einfach super schön und... Ich finde, Satan hat es auch vorhin in der Analyse sehr, sehr gut erkannt, einfach, dass wirklich dieses Kombinationspotenzial aus Obvious und Sigu immer funktioniert hat einfach. Auch wenn man zurückliegt, das ist halt der Vorteil an der Orianna, wenn du diese eine stumpfe Kombination rauskriegst aus dem Sprung, der Ulti einfach, der Schockwelle. Ja. Und was ich ein bisschen schade fand oder was ich bemerkt habe, ist einfach, dass auch gerade Sunny und Snow sehr nah aneinander immer standen. Die wurden fast immer eigentlich beide getroffen von der Schockwelle, haben natürlich sehr viel Schaden bekommen. Man kann natürlich auch nicht als zweites Item mit einer Syndra direkt das Stundenglas rushen. Ja. Da fehlt dir dann einfach der Schaden, um einfach die Ziele sowieso schon zu töten. Wenn du dann eine Lulu, eine Orianna und einen Zilean hast, dann brauchst du einfach Schaden. Und das hat Infekti einfach super gedreht.